Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute soll es um Schwerter gehen und ich bin hier mit André. Den kennt ihr schon aus Videos, Live-Sendungen, Schriftstücken auf und bei Kaptorga. Ja, und jetzt sind wir beide Historiker und wollten uns über das nerdigste aller Mittelalter begeisterten Themen unterhalten, nämlich Schwerter. Und wie wollen wir das machen? Ich habe da tatsächlich so eine Theorie, an der ich mich da ganz gerne aufhänge. Oder wie siehst du das, André? Hast du andere Vorschläge zum Einstieg? Ich bin gespannt auf deine Theorie und bin mir sicher, sie wird kontrovers. Daher wird es sicherlich sehr spaßig, sich daran entlang zu arbeiten. Ja, und das Thema ist, wie gesagt, du hast schon gesagt, das Nerdigste aller Dinge. Ich meine, wenn Kinder miteinander Ritter spielen, dann ist das, was in der Hand halten, natürlich immer ein Schwert, punktum. Und ja, also, von daher viel nerdiger kann es gar nicht mehr werden. Also hau mal deine Theorie raus. Ja, es ist elementar nerdig. Also, okay, ich weiß gar nicht, ob wir das Theorie nennen dürfen. Also, mein Leitgedanke, um schön kontrovers zu sein, ist erstmal, dass ein Schwert wenig praktischen Nutzen hat und sich aus einer Nischenwaffe entwickelt, die dann zu einem und nur zu einem Zweck sehr gut geeignet ist, nämlich um zu repräsentieren. Und natürlich gibt es Schwerter schon vor der Spätantike, wo ich gerne ansetzen würde. Also es gibt wunderschöne chinesische Bronzeschwerter und europäische Bronzeschwerter und es gibt auch in der frühen Eisenzeit schon ganz interessante Schwerter und schwertähnliche Gegenstände. Aber das erste Mal, dass ein Schwert so wirklich aussieht und behandelt wird wie das, was wir uns unter einem Schwert vorstellen. Denn wir wollen das Schwert hier einerseits als historischen Gegenstand betrachten, aber natürlich auch als kulturelles Phänomen. Also ist da immer auch ganz viel drin, was stellen wir uns unter einem Schwert eigentlich vor? Und da würde ich eben mit der römischen Sparta anfangen. Mhm. Also mit diesem einhändigen, zweischneidigen römischen Schwert, das die Römer zugegeben von den Kelten wohl abgeschaut haben. Und das bei den Römern verwendet wurde bei der Reiterei. Nie zu Fuß, nur bei den Reitern. Und da war es anfangs auch noch nicht so ein auch nichts, wo man sehr mit geglänzt hätte, was man Offizieren zum Beispiel gegeben hätte. Also ein römischer Centurio hatte auch einen Gladius, also ein kurzes Schwert. Und sogar die Tribunes und sehr hochgestellte römische Militärs trugen schöne Gladi, nicht Spartas. Ja, also nicht Sparta. Okay, ich muss mich mal ein bisschen entscheiden, ob ich bei Gladius den lateinischen Plural verwende und bei Sparta nicht. Ja, aber, das AE ist immer so blöd. Aber Gladius klingt auch so furchtbar. Genau, Gladianten. Naja, aber das ist, warum stelle ich das so heraus? Das ist ein Unterschied. Weil Punkt 1, wenn ich jetzt sage, diese Sparta, dieses lange Schwert ist unpraktisch. Unpraktisch wofür? Unpraktisch beim Kampf zu Fuß erstmal. Da braucht man so ein langes Ding nicht. Du kannst sogar noch früher ansetzen, weil unpraktisch, das Schwert hat ja sowieso so eine Besonderheit unter den Waffen, teilt sich mit den einen oder anderen Dingen. Es ist nur eine Waffe. Es ist gar nichts anderes. Es ist kein Werkzeug. Mhm. Es ist kein Jagdinstrument. Es ist für nichts gut, außer anderen Menschen den Kopf einzuschlagen. Und mag der mittelalterliche Mensch eine andere oder der historische Mensch eine andere Ansicht zu haben als wir heute. Ich finde, andere Leute den Schädel einzuschlagen gar nicht so praktisch. Ja.
Ja, aber da hat es ja schon so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du sagst, unpraktische Waffe gilt das ja, bevor du überhaupt zum reinen Kampf kommst. Es ist für sich schon ein Gegenstand, der zu nichts anderem gut ist. Die Menschen haben diesen Gegenstand wirklich erfunden für nichts anderes, als sich gegenseitig zu erschlagen. Nicht mal Tiere, wie gesagt, für Jagd taugt es auch nicht. Das trennt schon ab von Pfeil und Bogen, von Lanze, von Speer, Axt, was wir sonst noch alles haben. Mhm. Das Schwert ist schon da irgendwo komisch einzigartig. Wobei man ja sagen muss, bei Äxten zum Beispiel spezifischerweise, wenn man mal tiefer in das Thema einsteigt, merkt man, dass bei Äxten eine ganz klare Trennung gibt zwischen Werkzeugäxten und Kampfäxten, die sofort ganz erkennbar ist. Ganz klar, ja. Aber du kannst zumindest sehen, da, ich meine, es ist halt aus dem Steinbeil vermutlich beides hervorgegangen. Ja. Die Idee, ich nehme einen Stock, mache was Schweres drauf, vielleicht mit einer Kante dran. Da habe ich ein Multifunktionswerkzeug, aus dem sich garantiert eine Waffe entwickelt hat, ja. Aber da siehst du eben diese Entwicklungsform. Beim Schwert hast du genau diese Entwicklung eigentlich nicht, außer du willst argumentieren, dass ein Schwert eine sehr verfeinerte Keule ist. Ja, diese Idee, überhaupt ein Schwert zu fertigen, da hast du völlig recht. Woher kommt das? Ja. Ist das eine ausgeartete Speerspitze gewesen letztendlich? Und dazu kommt dann noch, es ist eine unfassbare Materialvergeudung. Mhm. Weil wie viele Speerspitzen kannst du aus einem Schwert herstellen? Ganz unabhängig vom Material, ja? Es ist also ein Material, eine irrsinnige Verschwendung. Du bräuchtest auch eigentlich in vielen Punkten nicht. Aber da haben wir eben... Genau, und speziell in ganz vielen Bereichen. Und wenn Dinge unpraktisch sind, dann werden sie auch ganz viel zu Repräsentationszwecken benutzt. Ja. Also ganz egal, was es ist. Gewaltige Turmfrisuren, 10 cm hohe Absätze, bleiche Haut im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit, gebräunte Haut heute. Du willst immer anzeigen, was ich da habe, ist unpraktisch. Das ist so mein durchgehendes in der Mode. Wenn es unpraktisch ist, ist es modisch, weil es zeigt, ich muss nicht arbeiten. Genau, weil es zeigt, ich muss nicht arbeiten, ich könnte damit nicht arbeiten. Ich habe mir hier was gegönnt, das keinen praktischen Zweck hat, außer zu zeigen, dass ich mir gönnen kann. Ja. Und ich war ja gerade bei den Offizieren, bei den Römern, warum ich es besonders finde, dass die Gladi tragen. Weil in der gesamten Geschichte, da bin ich mal schön angreifbar, aber haut rein, sagt mir, wo es anders ist, lasst uns das ausdiskutieren später. In der gesamten Geschichte von organisierten Verbänden zu Fuß, also von Infanterie, ist die Handwaffe der Infanterie, wenn sie denn ein Schwert noch haben, ist das ein kurzes. Und das ist Gladius, Mihai, Raphael, Kata, das sind die griechischen Schwerter. Und das geht ja weiter. Ich meine, ich widerspreche dir und gebe dir zugleich recht, weil du hast natürlich Beispiele für Infanterie mit längeren Schwertern. Bei denen ist das Schwert aber niemals die Hauptwaffe. Ja, aber wo siehst du denn Infanterie mit längeren Schwertern? Ja, im Mittelalter zum Beispiel. Da hast du längere Schwerter. Aber es ist eben nicht die Hauptwaffe. Du hast entweder einen Spieß zum Schild oder so, oder du hast eine Hellebard oder sonstige Dinge. Da findest du tatsächlich längere Schwerter, aber eben als Sekundärwaffe. Ja, und ich würde sagen, diese mittelalterliche Infanterie mit den längeren Schwertern, die sehe ich nicht als organisierte Infanterie, die sehe ich als zufällige Infanterie. Sobald sich die mittelalterliche Infanterie organisiert, kommt der Katzbalger. Genau, und zu halbwegs homogen ausgerüsteten Einheiten kommt der Katzbalger, also kommt das kurze Schwert. Du definierst eine organisierte Infanterie schon wirklich nach Phalanx und organisierten Haufen. Also eine Schlachtreihe oder sowas reicht dir nicht. Dann würde ich noch sagen, wo kommen die Leute her? Wie sind die an den Job gekommen und so weiter? Ne? Und das geht dann ja weiter. Das sind natürlich die Landsknechte, das ist dann im Dreißigjährigen Krieg tatsächlich ganz, ganz interessant, weil da eben das Rapier im Westen so dermaßen verbreitet ist, dass wir auch zu Fuß wieder eine relativ lange Seitwaffe haben.
Ja, aber eine mörderisch lange Seitewaffe, weil diese Rapiere gerade im 30er Krieg sind ja absurd lang zum Teil. Ja, verschieden, ja. Je nachdem, wer die trägt und so. Ja. Aber dann hast du auch ganz viel gekürzte Waffen und ganz viel Dolche, mit denen dann wirklich gekämpft wird. Und das Rapier würde ich da eher so als so eine Demokratisierung der Repräsentationswaffe sehen, tatsächlich. Und dann bist du wieder sehr organisiert, was die für Waffen haben in der Napoleonik. Und da hast du diese kurzen Infanteriesäbel. Wirklich, Gott, wie lang sind die? 50 Zentimeter max, ne? Also kurz ist für mich immer so unter 50 Zentimeter, würde ich sagen, weil wir hier mit so ungefähr Begriffen arbeiten. Und da kommt jetzt der riesige Bogen von den Römern zur Napoleonik. Da haben aber die Offiziere eben nicht mehr kurze Säbel. Es sei denn, das ist ein Spieß oder schon ein Leutnant und aufwärts würde da eine Offizierswaffe tragen und die wäre auf jeden Fall länger. Entweder aus dem Grunde, weil der Offizier zu Pferd unterwegs ist, oder auch wenn er zu Fuß unterwegs ist, hätte er vielleicht ein Florett. Aber ich meine, da reden wir von einer Zeit, in der Postboten als Beamte einen Postbotendegen oder Säbel getragen haben teilweise. Ja, das war noch ein bisschen später, dann kommt die Militarisierung der Gesellschaft und genau, dann kriegt ja, jeder einen. Als ich meine Schlosserlehre gemacht habe, hatten wir noch Säbelstahl auf Lager liegen und in Rechnung stand, dass der Postbote des Ortes einen Säbel bestellt hat, weil er ein Beamter ist. Das fand ich damals herrlich. Das war so eine meiner frühen Waffenquellen, die ich schriftlich in der Hand hatte überhaupt. Der Postbotensäbel. Weißt du, wie oft ich einen alten polnischen Sprinter sehe, angerostet mit so einem Zettel im Rückfenster, im Auftrag der DHL unterwegs, und sehe diesen armen Mann, der ausgebeutet wird für einen Hungerlohn als Sub-Sub-Sub-Unternehmer. Ja. Denk mir, alter Falter. Und daneben stelle ich mir dann so einen Postmeister Bismarck vor, weißt du? Ja. Hier. Ja. Aber es ist. Zwei Stunden Bartpflege am Tag, die Uniform frisch gebürstet, den Säbel an der Seite. Wir sind jetzt weit vom Thema ab, aber nichts würde mir einfallen, als dass ein Staat sein Nachrichtensystem privatisiert und ausbeuten lässt. Die erste Idee, die ich hätte. Was für ein genialer Schachzug. Genial für wen ist immer die Frage. Zurück zum Schwert. Ich sehe schon die Richtungen, die du möchtest, und da sind wir mit Römern und Napoleon oder Napoleonik tatsächlich an den beiden, fast an den Endpunkten dieser Entwicklung. Ja, genau. Ist ja auch schön, die zu bestimmen, kurz. Aber ich glaube, wir sind jetzt sehr meandert. Ich glaube, du musst nochmal auf deine römische Kavallerie zurück. Auf jeden Fall. Die römische Kavallerie als Kavallerie hat natürlich längere Schwerter, als es ein Gladius ist. Und der Gladius übrigens, da hat so ein bisschen so ein Filmismus und ein Reenaktorismus stattgefunden. Also Dinge, die wir uns kulturell angewöhnen, die vielleicht anders sind, als sie tatsächlich mal waren. Wir neigen heute zu längeren Gladi. Mhm. Weil Filmstunts mit längeren Gladi besser funktionieren, mehr anhand unserer Sehgewohnheiten. Also ich habe tatsächlich auch schon Stunt-Choreografen am Set erklärt, weil man stellt sich mal hin, wenn man mit Filmleuten arbeitet und sagt, okay, ich erkläre dir kurz mal die Waffen und wie man damit arbeitet und hoffe, dass ihr das schön historisch umsetzt. Dies ist ein Gladius, damit stichst du in erster Linie. Du stichst. Was in Filmen nicht passiert. Genau. Weil, Schild voran nach den Augen stechen, nach den Augen stechen, die ganze Zeit. Ja. Weil das Klassische ist ja in Filmen, klar, die werden verwendet wie Degen oder Säbel und Schlag. Genau, man und Parade. Slasht damit ohne Ende. Genau. Große Bewegungen, damit man reagieren kann, weil große Bewegungen gut vor der Kamera wirken. Und ich versuche dann, ich weiß, es wird nicht umgesetzt werden, aber
ich mache meine Due Diligence als historischer Berater und sage, Leute, wenn ihr euch einen Kampf, zum Beispiel ohne Schild, kommt ja auch vor, im Film natürlich, durch die Narration, in der Realität weniger, wenn ihr euch einen Kampf ohne Schild mit Gladi vorstellt, das ist eine Messerstecherei in erster Linie. Ja? Und klar, die haben auch breite Klingen durchaus, da kann man auch mal schön ein bisschen hieben, ein bisschen schneiden, ein bisschen slashen, aber das ist nicht die primäre Aufgabe dieser Waffen. Genau. Und eigentlich wären die historischen, die am häufigsten in der Geschichte vorgekommenen Gladi eher kürzer. Und auch wenn wir heute in Filmen historische Gladi präsentieren oder im Reenactment, neigen die Leute dazu, sich den für ihre Zeit längst möglichen Gladiusfund auszuwählen. Ja, weil dann guckt man und findet, dann möchte man zum Beispiel einen Römer darstellen und macht die Darstellung als Reenactor vom Schwert abhängig, weil man die Dinger schön findet und denkt sich, den würde ich gern machen, aber das Schwert ist so kurz. Vielleicht suche ich mir eine andere Darstellung, wo die Schwerter schon länger waren. Und im Film ist es ganz ähnlich. Wir brauchen Gladi für unsere Produktion, aber bitte die längstmöglichen, ne? Nicht die häufigsten. Und wenn man dann sieht, zum Beispiel Gladiatorenwaffen, die wären noch kürzer gewesen. Das war schon wirklich, die waren winzig stellenweise. Eine andere unbequeme Wahrheit, weil die Jungs sollten sich ja auch nicht unbedingt umbringen, nicht wahr? Zu teuer, viel zu teuer. Genau, die waren viel zu teuer. Gut, und dann haben wir also die Infanterie mit diesen kurzen Waffen und jetzt haben wir Kavallerie mit langen Waffen. Warum hat die Kavallerie lange Waffen? Weil die sonst nicht dran kämen an die Infanterie, die mähen sollen. Ja. Kavallerie ohne Steigbügel war zum größten Teil eine aufklärende, eine nachsetzende und eine Kavallerie gegen andere Kavallerie. Vor allem für den Job des Nachsetzens, also der Feind flieht, wir lassen unsere Kavalleristen hinterher reiten. Wenn man da ein Schwert für verwenden möchte, sollte das ein Schwert sein, wo man vom Sattel an diesen fliehenden Infanteristen überhaupt rankommt. Nicht wahr? Ja, und da ist ganz spannend, wenn wir uns mal über die gesamten Zeiten Kavalleristen angucken, da hat sich die Idee einer Waffe, die durchgehend gefährlich ist, tatsächlich durchgesetzt. Also andere Waffen wie als Äxte, Streitkolben oder sowas haben ja den gefährlichen Punkt, den Sweet Spot oder das Gegenteil davon und dann hat es eben die Stange. Und das scheint bei Kavalleristen nicht sonderlich gefragt gewesen zu sein, interessanterweise, weil da die Einsatzmöglichkeiten offensichtlich unterschiedlich sein müssen. Weil wir haben entweder Kavalleristen, die mit irgendeiner Art von Schwertsäbel oder ähnlichem weltweit agieren, oder wir haben Kavalleristen, die sowas wie Bögen oder ähnliches nehmen und eben als Fernkämpfer nehmen. Und das finde ich ganz spannend, dass da offensichtlich das Schwert, das ja eigentlich gar nicht, ich nehme es an, ich wüsste nicht, wo die Verbindung herkommt, aber das Schwert ist ja eigentlich nicht für Kavalleristen erdacht worden. Scheint da aber einen Punkt gefunden zu haben, wo es eigentlich fast alternativlos zu sein scheint. Ach so, das ist wirklich interessant. Und wenn du schwere Kavallerie nimmst, also wirklich so Kataphrakten oder so Deluxe-Kavallerie des 16. 17. Jahrhunderts, so eine polnische Husaria oder türkische Sipai oder eben den Ritter des Spätmittelalters. Also Leute, die sich wirklich aussuchen konnten, was sie da alles mit sich schleppten und die Pferde hatten, die das tragen konnten. Da gibt es auch sowas wie eine Drittwaffe. Eine Dritt- und Viertwaffe. Ja, den Reithammer. Genau, genau. Da gibt es noch die Waffe mit dem Sweet Spot. Aber lustigerweise, was mir an Reiterhämmern gerade die Spätmittelalter immer wieder auffällt, ein guter Teil davon hat einen Haken zum Befestigen. Ja. Und das sagt schon viel über die Waffe aus. Es ist eine, wie das Schwert übrigens natürlich bei der Kavallerie oft auch, denn die Hauptwaffe ist auch da auf die Lanze, aber eben nicht immer. Aber der Reiterhammer ist halt tatsächlich auch so von seinen Maßen, die sind ja auch oft viel kürzer und kleiner, als man sich das heute gerne vorstellt. Genau, genau. Die sind in der Grundlage schon dazu getan, als Sekundär- oder Tertiärwaffe erdacht worden. Ja. Also das finde ich da... Auf jeden Fall. Also da
Viel im Osten, bei der russischen schweren Kavallerie, bei der polnischen Husaria, bei den Sipai, da gibt es dann sowas wie diese Keule nochmal, hat eine natürlich ganz ähnliche Funktion wie der Reiterhammer. Und das hat ganz, ganz viele Gründe natürlich, dass die da ist. Aber ich frage mich da, gibt es also eine Waffe eventuell, mit der man eben nachsetzt, mit der man gegen fliehende Infanterie kämpft? Natürlich immer vorausgesetzt, die Hauptwaffe, die Lanze ist weg. Und gibt es dann noch eine Waffe, die man benutzt, um gegen andere schwer Gerüstete vorzugehen? Und das ist dann der Reiterhammer oder die Keule oder, ne? Wobei zum Beispiel, wir haben ja dann spätestens in der Neuzeit haben wir ja auch Truppen, wo die Lanze tatsächlich gar nicht mehr die Hauptwaffe ist. Wir haben dann eben sowas wie Dragoner und ähnliches, ja, die mit dem Säbel arbeiten. Und auch bei Reiterhammer und Keule, da haben wir jetzt, worauf wir eigentlich beim Schwert noch kommen wollten, die wird ja auch wieder Statussymbol. Also die Keule als zepterartige Waffe oder genau, der Reiterhammer, wenn du nach Ungarn guckst, da ist es ein Standessymbol gewesen, Stöcke mit Hammerkopf zu haben. Und damit zu zeigen, auch, ja, klar, ist eine Verteidigungswaffe, aber es ist eben auch ein Zeichen, dass man wer ist, und da ist der Hammer, hat sich da verselbstständigt und auch wieder eine wichtige Rolle eingenommen. Also das ist, glaube ich, schwer zu trennen. Und da kommen wir natürlich, wenn wir zu dieser römischen Kavallerie gehen, kommen wir jetzt gleich zu diesem Proto-Moment, wo das Schwert ein Statussymbol wird. Denn, ja. Die Kavallerie wird ein Statussymbol. Genau, Kavallerie wird auch, selbstverständlich, ja. Mhm. Kavallerie war bei weitem überhaupt nicht die römische Hauptwaffe. Wir haben ja schon festgestellt, die war von den Römern zumindest nicht zu so ganz vielen Dingen benutzbar. Das war nie bei den Römern eine durchbrechende Kavallerie, die wirklich jetzt eine Formation hätte aufarbeiten können. Das war eben eine Kavallerie, die gegen andere Kavalleristen kämpfte, die gegen fliehende Infanterie oder um jemanden in den Rücken zu fallen, in die Seite zu fallen, benutzt wurde. Und da gab es gar nicht so viel von. Wenn wir Filme ausstatten im Bereich Römer, hat man sich bei uns sehr, sehr gewundert, weil wir das gewohnt sind, dass Offiziere unbedingt reiten müssen. Ja. Und klar, da hat man Infanterie und die gehen zu Fuß in ihren geschlossenen Viererreihen, aber davor, die Offiziere, die müssen doch reiten. Und wir waren immer, nö. Centurio ging zu Fuß, der ritt nicht, auch nicht zwischendurch, auch nicht auf Reisen. War einfach so, das waren alles Fußgänger durch die Bank. Das hat dann mit ganz vielen anderen Dingen zu tun, mit Pferden und welche gab es nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Kriegs- und einem Reisepferd und. Aber genau, auch noch mal so ein Ding, das man annimmt, heute ganz automatisch, das aber bei den Römern eben nicht so war. Dieser Status kommt erst mit der Kavallerie. Aber eine andere Sache, die man sich bei den Römern vorstellt, die nicht so ist, alle stellen sich bei Römern immer Asterix-Römer vor. Die Jungs haben sich aber sehr entwickelt. Und natürlich sahen die vor der Lorica Segmentata, also dieser klassischen Bänderrüstung, die man auch bei Asterix sieht, sahen die anders aus und nachher sahen die auch anders aus. Das ist jetzt nicht unser Thema, da müssen wir nicht ganz genau drauf zu sprechen kommen. Aber mir geht es jetzt natürlich um den Übergang zum Mittelalter. Und da sah die römische Reiterei ganz unglaublich aus. Während die römische Infanterie immer spärlicher ausgerüstet wurde über die Jahrhunderte, nach der Marianischen Heeresreform, also quasi nach dem Asterix-Legionär, wurde die römische Reiterei immer eindrucksvoller ausgestattet. Und die spätantiken römischen Streitkräfte, da hatten die meisten Infanteristen einfach nur noch sehr großes Schild. Ach Gottchen, verzeiht, sehr großen Schild. Und einen Helm und einen breiten Gürtel.
und eine schöne Tunika. Haben wir zwei von im Jahr gekriegt. Hier. Und das war die römische Infanterie damals. Viel mehr war da nicht. Ja, noch ein kurzes Schwert und ein Speer. Danke, viel Glück. Demgegenüber stand die spätantike römische Reiterei, die unglaublich schön anzuschauen war. Da ging es dann um Schuppenpanzer mit sehr kleinen Schuppen, um unglaublich eindrucksvolle Helme. Das waren Helme mit einem Nasal, mit Wangenklappen. Das sah tatsächlich auch schon wesentlich mittelalterlicher aus, obwohl es noch so richtig antikrömisch war. Und die hatten natürlich auch sehr schöne, sehr eindrucksvolle, lange Schwerter. Ja, vor allen Dingen, da ist ja immer noch die soziale Komponente, weil mit dem Verlauf des römischen Reichs wird das ja ein Stand, die Reiterei. Genau, der Ritter. Ja, ja genau, die Reiterei wird ja so in Anfangstagen der Römer wird natürlich, was man hat, zusammengerufen und aufgeteilt. Die einen reiten, die anderen kämpfen zu Fuß. Wer ein Pferd hat, reitet eher und daraus bildet sich dann irgendwann der Prinzip der Brauch ist falsch gesagt, aber dass die Oberschicht eben die Reiter stellt und das verfestigt sich ganz enorm, weil unterhalb der Nobilitas, der senatorischen Familien bildet sich eben diese Equitii, also diese auf Deutsch übersetzt Ritterfamilien, dieses römische Patriziat, das eben seinen Stolz daraus bezieht, zur Reiterei zu gehören. Das ist natürlich nicht die gesamte römische Reiterei, denn da haben wir auch noch Hilfstruppen. Das ist ja das Lustige. Ja. Bei den Reitern haben wir auf der einen Seite Hilfstruppen, die ja so im Prinzip zweite Garde ist. Auf der anderen Seite haben wir die bürgerlichen Reiter, die aber gar nicht so gerne eingesetzt wurden, weil immerhin man riskiert sein eigenes Elitebürgertum. Ja, ja. Aber es wird natürlich ein Wahnsinns-Statussymbol zu den Reitern zu gehören. Und selbst wenn man irgendwie wohlhabend war, in diese ritterlichen Familien aufgenommen zu werden, war nicht einfach. Einfacher als in den ganz hohen Kreisen, senatorischen Familien und so. Aber die ritterlichen Familien, das war so eine eigene Welt für sich. Und da haben wir jetzt natürlich, das lange Schwert zu tragen, zeigt natürlich jedem, der sieht, erstmal, guckst du, ich bin wichtig. Genau, und auch wenn du dein Pferd gerade zufällig in einer anderen Hose hast, dann. Ja, genau, halt immer, ja, genau. Es ist von allen Dingen, die ich mittragen kann. Es ist Blödsinn, irgendwie, die Bürger versammeln sich auf dem Forum. Ja, trage ich alles nicht mit, das Schwert und bei mir zu tragen. Das kann und dann, ich machen. Was ist das andere, was man im Mittelalter noch mit sich tragen kann, das nicht am Pferd ist, das aber anzeigt, dass du ein Reiter bist? Die Sporen. Genau. Was gemacht wurde, ja. Und im Prinzip dann aufs Forum Romanum zu gehen mit dem Schwert an der Seite, ist so wie heute in die Kneipe zu gehen und den Porsche-Schlüssel auf die Theke zu knallen. Genau, sowas. Und das ist so, weil du gerade eben mit in der Entwicklung warst, aber da muss man sich klar machen, dass die Reiterei in Rom erstens mal diesen enorme Aufwertung erfährt, die haben sie in anderen antiken Gegenden gar nicht so extrem und dass sich dann aber auch festsetzt als hoher Stand, als Ritterstand und das über Jahrhunderte beibehält. Das ist ganz spannend. Naja, man könnte fast argumentieren, die Reiterei, also dieses ein Pferd besitzen, ist ja tatsächlich in den seltensten Fällen der Fall gewesen, dass das komplett alles gestellt wurde. Ne? Mhm. Aber allein dieser Besitz eines Pferdes, die Tradition, um sich das beibringen zu lassen, wie das mit dem Reiten geht, wie das mit der Pferdeausbildung geht, mit der Bodenarbeit und so weiter. Das Vieh durchfüttern. Wenn du damit in den Krieg willst, brauchst du nicht eins, sondern sechs. Ja? Und. Das war immer so teuer, dass es eigentlich immer ein Statusanzeiger war. Also wenn wir zum Beispiel zu den Makedonen schauen. Ne? Da war die Reiterei auch mit die Elite. Aber weder bei den Makedonen noch bei den Römern war es ein Ausschlusskriterium, wenn du Offizier warst, aber zu Fuß gingst. Das hieß nicht im Umkehrschluss, dass du nicht zur Elite gehörtest. Da gab es nämlich dieses komische Ding, dass man eben ganz viel berittene Hilfstruppen auch hatte. Ja, genau, es ist einfach, weil es gute berittene Söldner waren. Das waren rein praktische Überlegungen und weil es auch gute Infanterieoffiziere einfach brauchte. Ja, und du hast auch recht, es ist in beiden Richtungen nicht exklusiv. Es gibt zum einen Patrizier,
konsularische und senatorische Familien, die zu Fuß gedient haben. Genau, und auf der anderen Seite ist nicht, nicht jeder aus der Oberschicht ist ein Reiter und nicht jeder Reiter ist aus der Oberschicht. Das funktioniert in keine Richtung. Aber du hast eben mal diesen, über lange, lange Zeit diesen sehr mächtigen und sehr einflussreichen Stand. Und das werden wir sehen, diesem Stand wird ja immer wieder nachgeeifert. Ja, und das ist, finde ich, unglaublich spannend bei den Römern und bei dieser Mittelmeertradition und bei der griechischen Tradition, dass das da eben nicht in beide Richtungen funktionierte und nicht exklusiv war. Im Mittelalter funktioniert es nur in eine Richtung und ist exklusiv. Niemand Fuß ist irgendwie, hat irgendwie vom Weiten den Adel gesehen. Das ist nicht in einer Schlacht. Ja. Ja. Und wenn das anfängt, dann kannst du schon sagen, entfernen wir uns wieder aus dem Mittelalter. Genau, genau. Ja, das ist dann der Umbruch. Ja. Ja. Dass plötzlich englische Ritter zu Fuß kämpfen oder wir über weite Strecken nicht adlige Kavallerie haben, das sind dann genau die Dinge, wo wir sagen müssen, da endet die mittelalterliche Kriegsführung wieder. Genau, weil dann natürlich der Feudalismus endet, der sich wiederum eben auf dieser römischen Tradition aufbaut, dass wir sagen, wir machen eine Gleichsetzung, wir nehmen das Pferd, den Kavalleristen und sagen, das ist ein ganz besonderer Stand, das sind die Ritter. Und das Mittelalter, wenn wir das so personalisieren dürfen hier an dieser Stelle, das eifert dem einerseits nach, vereinfacht es aber andererseits und bringt es zur obersten Maxime der gesellschaftlichen Ordnung. Da haben wir nämlich diesen Standesgedanken, wo ganz oben der berittene Adlige steht, der die Aufgabe hat, zu beschützen, zu führen und die Richtung anzuzeigen. Ja, zumindest ist das die Grundaussage. Wenn wir genau hingucken, gibt es natürlich dann die Brüche, denn der Ritterstand lustigerweise rekrutiert sich ja nicht nur aus dem Adel, sondern im Gegenteil aus den unfreien Ministerialen, die dann über den Weg einen riesen Aufstieg schaffen. Mhm. Also wenn man sagt, Mittelalter Ritter ist gleich Adliger, dann stimmt das in drei Viertel des Mittelalters quasi nicht. Ja. Aber das Endergebnis ist halt tatsächlich dann, dass wir je später wir gucken, umso genauer haben wir den Zustand, den du gerade beschrieben hast. Genau, und den Grundgedanken. Ja. Das ist ein Weg. Wenn wir jetzt diesen Sprung machen, tatsächlich von Rom zu Karl dem Großen. Und ich gebe zu, das ist ein großer Sprung und ein Sprung, den wir immer wieder so ein bisschen gezwungen sind zu machen mit geschlossenen Augen, ist so der berühmte Leap of Faith. Ja. Wenn wir schon von Rittern sprechen, erlaubt mir diese kurze Indiana Jones Anspielung. Aber lasst uns den hier nochmal machen. Denn einfach ideengeschichtlich ist das ja genau das, was bei Karl dem Großen mit der Translatio Imperii passiert. Der sagt also, ich gründe jetzt hier nochmal ein weströmisches Kaisertum nach dem Vorbild des weströmischen Kaisertums, während ich versuche irgendwie halbwegs Beziehungen zum oströmischen Kaiser in Byzanz zu halten und mich da so ein bisschen absegnen zu lassen. Nach Möglichkeit ist egal, dass der mich erstmal als da letzten Proteus-Aufsteiger und Barbaren betrachtet, ist jetzt so. Und Karl der Große möchte in ganz vielen Dingen Westrom nacheifern. Und in der Schule, wenn wir von diesem Begriff Translatio Imperii im Studium vielleicht mal gehört haben, geht es da immer um eben Ideengeschichtliches, um Arten zu verwalten und um die ganz stark um die Legitimation über diesen Kaisertitel. Aber Karl dem Großen geht es auch darum, etwas in der Sachkultur fortzuführen. Und das finde ich faszinierend. Und das ist etwas, das kaum gemacht wird. Wenn wir da jetzt in die Quellen gehen, gibt es eine sehr schöne Quelle, wo Karl der Große tatsächlich sich beschwert. Es stimmt so nicht in der Quelle, aber er verfügt, dass seine Truppen bitte vermehrt Schwerter zu tragen hätten, anstatt der Holzkeulen, die sie noch viel zu oft verwenden würden. Und da sehen wir, Holzkeule böse, Schwert gut. Also Karl der Große möchte repräsentieren und er möchte sich
am römischen Imperium ausrichten und deshalb möchte er dieses römische Schwert mehr getragen sehen, obwohl die Holzkeule eine furchtbar bösartige und praktische Waffe ist. War nicht Blödheit oder Armut von den Jungs wahrscheinlich, dass die viel mit Holzkeulen gekämpft haben, um 800 nach Christus noch. Auch gut gemacht ist das eine ziemlich fiese Angelegenheit. Genau, genau das, ja. Leicht, schnell und trotzdem eben viel, viel Impact. Einerseits das, andererseits schauen wir uns jetzt mal diese fränkischen Buchmalereien an, die Bildquellen, in denen Truppen Karl des Großen dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Wir haben Schilde mit großer Wölbung. Das können wir noch mal drüber hinwechseln. Das ist vielleicht nicht so interessant. Aber wir haben ganz, ganz viel Schuppenpanzer. Und wir haben sehr sonderbare Helme. Und sowohl diese Schuppenpanzer als auch diese Helme, da wurde nie auch nur der Hauch davon archäologisch nachgewiesen. Oder kommt irgendwo anders in den Quellen vor, wenn von diesen Truppen gesprochen wird. Und die einzige Art, wie ich mir das erklären kann, ist, dass diese Schuppenpanzer, da will man in der Selbstdarstellung Karls des Großen eben auf römische Reiterei anspielen. Da geht es ganz stark darum, sich zu erinnern an den Glanz dieser spätantiken, schuppenpanzerbewehrten römischen Reiterei. Und genau das Gleiche sehe ich auch in den Helmen. Da wird ein Helmtypus quasi erfunden und den kann ich mir nur durch eben dieses Antikisieren erklären, dass das oft vorkommt in den Bildquellen, in der Buchmalerei des Mittelalters, dass man, es kommt oft vor, bevor ihr fragt, es kommt oft vor, dass man antike Ereignisse darstellt, indem man für sich moderne Ritter, moderne Landsknechte auch schon mal, moderne mittelalterliche Reiterei sehr realistisch darstellt und sagt, das ist jetzt der Raub der Sabinerinnen oder die Belagerung von Troja. Was aber genauso oft vorkommt, ist, dass man irgendwie versucht, etwas zu malen, das so ein bisschen römisch aussehen könnte. Wenn man also jetzt einen Illustrator hat, der vielleicht mal eine römische Quelle, das kommt ja auch durchaus vor, oder eine Statue, oder der mal in Rom war und da einiges gesehen hat, oder der überhaupt die Mittelmeerwelt bereist hat, das kommt tatsächlich vor, dass die sogar relativ schön versuchen, was Römisches darzustellen. Und das ist etwas, das ich hier bei Karl dem Großen sehe. Ja, es kommt natürlich bei Karl dem Großen noch eine neue Bedeutungsebene zum Schwert dazu, nämlich die christliche. Ja, genau. Wir haben in der Bibel über 300 Stellen, in denen das Wort Schwert vorkommt. Schon ganz am Anfang, der Erzengel treibt Adam und Eva mit dem flammenden Schwert aus dem Paradies. Ja, genau. Nicht mit der flammenden Keule, oder, sondern mit dem flammenden Schwert. Mhm. Das Schwert hat sich ja im Prinzip von der römischen Sparta bis zu Karl dem Großen gar nicht so extrem verändert. Also wir haben relativ lange, ich finde die Klingenlängen immer sehr erstaunlich im Vergleich zum Griff bei den Dingern. Mhm. Die Griffe sind ja tatsächlich ziemlich klein und so eine richtige Parierstange, bevor die Leute sich jetzt aufregen, ich sage dazu immer Parierstange, weder Parier noch Kreuz, sind ja auch eher klein, also da hat sich gar nicht so viel getan. Wir können auch noch nicht sagen, das Schwert hat Kreuzform, das stimmt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Genau, stimmt auch noch nicht, weil einfach die Parierstangen noch nicht so entwickelt sind, dass das kreuzmäßig aussehen würde. Trotzdem ist es ein Ding, das in der Bibel immer und immer wieder vorkommt und das ist ja schon mal eine deutliche Aufwertung, weil sie haben hier nicht nur die römische Aufwertung durch die Kavallerie, der man nachahmt, wie du gerade dargelegt hast, sondern dazu kommt eben auch noch das christliche Ding.
gar nicht nur wegen Bibelstellen, sondern auch wegen der Vorstellung, wie der Staat aufgebaut ist. Denn schon bei Paulus finden wir die Idee der Zwei-Schwerter-Lehre, die das gesamte Mittelalter über wichtig bleibt. Ein Schwert ist eben das päpstliche, das andere ist das kaiserliche und diese beiden Schwerter sind für die Ordnung der Welt zuständig. Und damit ist natürlich das Schwert dann noch als dritte Ebene auch noch Teil dieser Weltsicht. Also das Schwert, man merkt ja schon, das Schwert hat bereits seinen Siegeszug eigentlich fast beendet. Es kommen noch ein paar Dinge dazu. Aber zu Zeiten Karls des Großen ist ein Schwert schon eindeutig ein überhöhtes Symbol. Genau, genau. Diese totale Fetischisierung, dass wir da etwas nehmen, das eben schon in der durch die Kavallerie in der römischen Welt sehr verankert ist und dann durch diese Elitetruppen natürlich sehr bestärkt wird. Und dann baut das Mittelalter praktisch seine gesamte Welt auf diesem Schwert. Und vielleicht ist es auch falsch von mir zu sagen, das Mittelalter tut das. Weil das fängt ja nun wirklich schon in der Antike an. Ne? Gerade wenn wir von der Zwei-Schwerter-Lehre ausgehen, von diesem unglaublichen Dualismus von Paulus, den man ja in wirklich allem findet. Und dann das Schwert natürlich als Symbol der Gerichtsbarkeit, das Richtschwert. Ja, aber ich weiß nicht, ob das in der Antike schon wirklich vergleichbar stark durchgesetzt ist, weil... Nein, bestimmt nicht. Eben. Ja. Also von daher, das ist wirklich was für mich auch so in meiner Wahrnehmung typisch mittelalterlich ist, aber nicht typisch europäisches Mittelalter. Ja. Denn wir haben ja 1:1 genau dieselben Mechanismen zum Beispiel in Japan oder in China. Mhm. Ja. Und wenn wir statt Schwert den Säbel nehmen, dann haben wir das Ganze auch im arabischen Raum und in Indien, wo das 1:1 austauschbar ist als Gegenstand. Also Wobei interessanterweise ist der Säbel im arabischen Raum ja eine Angelegenheit der frühen Neuzeit. Ne? Wirklich? Das ist, viele, das ist total faszinierend. Viele wissen das nicht. Ich zum Beispiel. Die ältesten arabischen Säbel, die wir haben, sind erstmal gar nicht arabisch, sondern mehr türkisch. Und das ist alles 15. Jahrhundert, so 1450er, 1470er Jahre. Das sind noch sehr schwere Säbel, sehr zum durchbrechenden Hieb geeignet, mit wenig Krümmung, aber einschneidiger Schneide. Im arabischen Raum wird lange, lange noch das Schwert verwendet. Also wenn du dir Mohammeds Truppen vorstellen willst, die hatten Schwerter. Ja, also, sich ein bisschen vorstellen. Kennst du diese Tuareg-Schwerter? Ja, ich wollte gerade sagen. Relativ leicht, relativ kurzer Griff. Ich kannte das von den Almohaden in Spanien. Die spanischen, maurischen Schwerter, das sind ja eben Schwerter. Mit dieser merkwürdigen Parierstange, die so fast wie ein Klingenfänger wirkt. Ja. Also aus dem Raum wusste ich, dass da Schwerter gar nicht so der heiße Säbel gar nicht so der heiße Scheiß waren. Das finde ich aber lustig. Mir ist eine Frage der Zeit tatsächlich. Weil es gibt ganz viele mythologische, es gibt auch Namen für irgendwelche Säbel aus Mohammeds Zeiten, dann sind auch das alles irgendwelche späteren Zuschreibungen. Nee, das sind so Rückzuschreibungen. Ja, genau, genau. Das ganze Zeug aus Mohammeds Zeiten, das werden alles Schwerter gewesen sein. Und Säbel, das ist auch, da darf man halt auch nicht irgendwelche Steppenvölker des avarischen Raums um Gottes Willen irgendwie mit den Arabern in einen Topf schmeißen, was ja öfter mal gemacht wird. Also, die russische Steppe, der fruchtbare Halbmond, Kleinasien und Nordafrika ist alles eins, alle da drüben da, die weißt du. Und das passiert halt im Kopf gerne mal, aber Awaren und irgendwie Mohammed, das hat echt herzlich wenig miteinander zu tun. Und auch räumlich sind das gewaltige. Also ich weiß nicht, ist das die Mercator-Projektion schuld? Oder ist das einfach nur dösbrätzigste europäische Kolonialismus-Denke, die das alles so in einen Topf schmeißt? Ne? Naja, da ist halt nicht viel. Wir orientieren uns halt an Landmarken und Städten und wenn da nicht viel ist, dann ist das halt eine Region. Alles gleich, ja. Genau so. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Punkt, weil ich gerade Japan erwähnt habe, da kannst du dir so Entfernung viel besser vorstellen, weil du eben Landmarken hast, so Tokio und so Konsorten. Je unbesiedelter ein Gebiet ist, ich glaube, umso schwerer wird es tatsächlich, sich vorzustellen. Deswegen ist Afrika auch so klein in der Vorstellung vieler Leute, also im Vergleich zu Grönland. Genau. Da sind wir wieder bei der Mercator-Projektion. Genau, exakt. Ja. Ja.
Das ist, glaube ich, das wird jetzt der super Fun-Fact sein, der am verstörendsten ist und den ihr aus diesem Podcast mitnehmen werdet. Arabanix Säbel im Mittelalter. Ja. Du willst doch nicht sagen, was mich damals angelogen hat. Bin ja, liebe Kinder, der Föhn hatte gelogen. Das Schwert war gar kein Säbel. Ja, und dann im Mittelalter kommt natürlich noch der letzte Baustein. Das Schwert ist nicht nur schon christliches Symbol per se, es wird auch noch so verändert, dass es wie ein christliches Symbol aussieht. Nicht damit es wie ein christliches Symbol aussieht, das wäre zu einfach, aber mit der Verbreiterung der Parierstange auf einmal ist das Ding halt die Form eines Kreuzes. Ja, und damit ist der Keks gegessen. Das ist einfach das ultimative Symbol. Ja. Denn was ich erzähle, stimmt nämlich nicht durchgehend. Das sind große Brüche drin. Zum Beispiel diese Parierstange. Da erwischst du nämlich meine schöne Theorie kalt. Diese Verbreiterung der Parierstange passiert im 11. Jahrhundert in Europa. In einer Zeit, die geht los in einer Zeit, als man tatsächlich noch viel zu Fuß kämpft. Denn die neuere Forschung sagt gerade, zu den Truppen Karls des Großen, auch wenn es da immer vom fränkischen Panzerreiter war. Ich weiß, der Begriff steckt tief in den Köpfen drin. Auch später hier der Herr Vogler und seine Kämpfe gegen die Reiternomaden, gegen die Ungarn. Und diese ganzen großen Schlachten zwischen Karl dem Großen und dem 11. Jahrhundert, das sind ganz, ganz oft Schlachten, wo diese mittelalterliche europäische Reiterei, wo die zu Pferd ankommt und dann erstmal absteigt. Das sehen wir ganz, 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 ganz oft. Und erst im 11. Jahrhundert haben wir wieder mehr diese wirklich schwere Reiterei zu Pferd, die aber immer noch jederzeit bereit ist abzusteigen, muss man dazu sagen. Ja, es gibt ja immer schön, da und da haben die wieder die Reiterei besiegt, weil die Reiterei blöd war und kämpft hat, wie sie es immer getan. Nie. Ja, genau. Funktioniert so nicht. Genau, also das Absteigen war bekannt. Das war jetzt keine Erfindung, die extra für Agincourt und Crécy angefertigt wurde. Ich dachte, William Wallace hat das erfunden. Ich habe den Film gesehen. Genau, William Wallace hat sehr vieles erfunden. Blitze aus seinem Arsch unter anderem. Ja. genau, also ihr merkt, ich habe schon so ein bisschen in Absoluten gesprochen, ne? dass nie irgendwie ein Adliger im Mittelalter zu Fuß sich hätte auf einem im Idealbild. Denn im Idealbild hat auch Karl der Große seine Truppen grundsätzlich wie römische schwere Reiterei dargestellt. Und tatsächlich gibt es diesen fränkischen schweren Panzerreiter, der wird heute noch immer, wenn es darum geht, wo kommt der Ritter her, wird er als ganz wesentlicher Schritt benannt. Karl der Große hat nicht nur das römische Imperium erneuert oder translaziert, sondern eben auch den Ritter erfunden mit der fränkischen schweren Reiterei. Da reicht es natürlich in dieser Erklärung schon mal nicht dazu zu sehen, nee, den Ritter hat er auch aus von den Römern und die schwere Reiterei auch. Aber er kann, Karl der Große und dieses europäische Frühmittelalter schafft es halt nicht, die römische Reiterei so zu erneuern, weil sie dazu einfach mal nicht die Pferde haben. Das ist ja dann der Punkt, also für mich ist ja der ottonische Reiter immer so ein Ausgangspunkt. Ja. Gar nicht, weil da wieder der Reiter erfunden wird. Ich staune auch immer, wie oft der Steigbügel offensichtlich erfunden wurde. Ja. Was ja bei den ottonischen Panzerreitern das Spannende ist, dass die sich selbst versorgen, indem sie eingezogene Klosterland erhalten und da dieses Vasallensystem, dieses Lehnsystem, das es zwar schon gab, aber da wird es wirklich strukturiert und wird es großflächig eingesetzt. Und dann haben wir im Prinzip diesen mittelalterlichen Ritter, der von seinem Lehen lebt, aber seinem Herrn Herfolge schuldet. Das ist halt das, was dann
was das Ganze über mehrere Jahrhunderte oder die Grundlage über mehrere Jahrhunderte für diesen Stand gibt. Und das ist dann, die römische Reiterei war völlig anders aufgebaut, die hat aus völlig anderen Dingen ihre Einkünfte bezogen und das kann Karl der Große. Ja, du hast recht, aber es ist ja das Lustige, die römische Reiterei ist ja, wir würden, wenn wir im Spittler sagen würden, wir würden sagen, es ist kein Ritteradel, es ist Patriziertum, es ist ein städtischer Adel, der wiederum stolz darauf war, dass er hauptsächlich von seinen Landbesitzungen gelebt hat. Vollkommen absurd, ja. Aber bei den ottonischen Reitern wird es halt jetzt geschafft, wieder ein sich selbst tragendes System zu erschaffen und das hat Karl meiner Ansicht nach so ich möchte nicht sagen, er hat es nicht geschafft zu verwirklichen, er hatte gar keine Chance, es zu verwirklichen. Nee, das war ja noch die Zeit, wo wir mit diesen Gefolgschaftskriegerheeren gearbeitet haben, ne? Wo du, eigentlich denkt man sich ja, ein stehendes Heer ist so ein Zeichen für was Modernes. Mhm. Gleichzeitig ist es im Mittelalter ein Zeichen für etwas Archaisches, weil du noch kein System gefunden hast, in dem das funktioniert, dass sich deine Armee selbst versorgt aus eigenen Besitzungen, nicht aus Plünderungszügen. Habe ich ja auch gerade, auch bei den Plünderungszügen, ich habe es ja gerade im Film über Neuske erwähnt, es ist ganz oft diese Idee, der Krieg trägt sich selbst, die Truppen fallen ins feindliche Lager und plündern, das wird ganz oft ausgeschlossen. Es passiert selbstverständlich, aber es ist nicht das Ziel, sondern die Züge werden gut versorgt und sollen möglichst wenig plündern. Plündern ist unter Strafe gestellt, was nicht heißt, dass es nicht getan wird. Aber die Idee ist nicht da und nicht, weil die Leute doof sind, sondern es geht ja um etwas anderes. Die Römer sind in fremde Länder eingefallen und wollten die ausbeuten. Das ist in mittelalterlichen Kriegsführung ja oft nicht der Fall. Nehmen wir England, Frankreich. Der englische König war in dem Fall nicht der englische König, sondern der englische König hat gesagt, ich bin auch der französische König. Ja. Der Krieg ist in meinem Land. Es geht ja immer um die Ansprüche und wir haben ganz selten Invasionen im Mittelalter. Wir haben fast immer zwei Leute erheben Anspruch auf selbe Land und behaupten beide der Herr dieses Landes zu sein. Oh ja, und dann da müsste man über das Verständnis von Krieg im Mittelalter, weil was du dazu ja viel liest, ist dieser, da wird sofort das Fädentum zitiert. Ne? In Deutschland ist ja Mittelalter immer Hochmittelalter. Ja. da ist immer Manesse und Walter von der Vogelweide und das ist in Deutschland Mittelalter. Schon Karl der Große ist kompliziert, erwähnt man kurz, Ottonen, Hochmittelalter, fertig. Ja. Das ist ganz, ganz lustig, was man so für Bilder vom Mittelalter hat in den einzelnen Ländern. Und da wird immer vom Fehdewesen gesprochen und davon, dass Krieg geführt wurde, indem man die Bauern vom anderen umbrachte. Aber das ist ja nicht der Krieg, das ist das Fehdewesen. Ja, exakt. Das ist nicht, ich führe als König Krieg auf diese Weise, sondern als der Rüdiger will ich dem Günther damit eins aufzwischen. Und das ist kriegstechnisch ist das Äquivalent zum Nachbarn rübergehen, keine Ahnung, seine Petunien zertrampeln und ihm den Golf zerkratzen. Das ist das Fehdewesen. Weil es bleibt ja auch bei den Petunien. Die Bauern tragen es aus, aber wirklich dem Nachbarn aufs Maul gehauen wird eigentlich nicht so richtig. Genau. Und wenn doch, dann nach dem ersten Schlag, so, du bist mein Gefangener, darf sich auskaufen. Genau, das sage ich auch immer, ist total, total interessant. Ne? Im Hochmittelalter ist es noch so, die Bauern tragen es aus, dem Adligen passiert nichts. Im Spätmittelalter, die Adligen werden alle hingerichtet und die Landsknechte fragt mal, ob ihr jetzt Bock hättet, für mich zu arbeiten. Genau. Wir kommen vom Schwert ab. Aber wir sind genau beim Schwert im Hochmittelalter, wie gesagt, das ist das ultimative Symbol und jetzt wird es nochmal aufgeladen, indem ihm magische Bedeutungen zugeschrieben werden. Die gibt es vorher bestimmt auch, wir sind nur nicht so gut darüber informiert. Den Schwertern werden Namen gegeben und lustigerweise werden auch noch alten Schwertern Namen gegeben. Das Schwert Karls des Großen kriegt auf einmal einen Namen. Ja, ja. Oder das Rolandslied. Natürlich hat das Schwert einen Namen. Siegfried, das Schwert hat einen Namen. Und das Schwert aller Schwerter in Europa, Excalibur. Artus ist nicht, als Sagenkönig ist Artus nicht denkbar in der mittelalterlichen Literatur ohne sein
sein Schwert Excalibur. Auch wenn die mittelalterliche Literatur das versucht hat, indem, oh Gott, das ist auch wieder so die mittelalterliche Literatur, die haben alle. So, genau, alle gleich. Das wird ja ein bisschen versucht, indem der Fokus auf Parsifal gelegt wird und auf die Gralslegende. Hm. Und die Gralslegende kann man ja durchaus lesen, indem man auch Excalibur weglässt. Ne? Ja, das Blöde ist halt, die Hand, die Excalibur reicht, kommt aus dem See und nicht aus dem Himmel. Ja, doofe Sache. Genau. Das ist ganz knifflig. Das ist ganz knifflig. Und dann eine Frau. Es ist eine Frauenhand. Ja. Aber die Leute sind ja lustig. Die Leute denken dann, alles heidnisch. Ja, nee. Ja, ich gebe zu, da ist nicht Paulus hinter. Mhm. Schon deshalb, weil es eine Frauenhand ist, richtig. Mhm. Also in Paulus Neoplatonismus ist eine Misogynie drin enthalten, die sucht ihresgleichen, das stimmt. Ja. Das ist nicht dieser Aspekt der Kirche. Aber dann gleich zu sagen, boah, das sind uralte heidnische Legenden. Leute, wisst ihr, wie lange Britannien schon christlich ist? Ja, länger als wir. Genau. Weil eben römisch besetzte Zone, ne? Und wir erinnern uns, die Römer. Aber selbst ohne römisch, guck dir Irland an. Irland ist ja ganz früh christianisiert und breitet dann Christentum über Europa aus, ganz ohne die Römer da waren. Genau. Aber auch dieser Gedanke, dass das nicht in dem Fall christlich ist, unterschätzt halt auch die, das ist wieder so typisch, das ist die Vorstellung der Kirchendiktatur des Mittelalters, der gleichgeschalteten katholischen Kirche, die nichts anderes zugelassen hat. Mhm. Und wenn wir uns die Literatur schauen, was für schräge Dinge wir da haben. Ich meine, die Melusinensage ist doch auch so ein Brüller, der aber überhaupt kein Problem, also die Kirche hat überhaupt kein Problem damit und auch mit den in Versionen null Probleme damit, dass auch wie auch in der Melusinensage mit Priestern umgegangen wird. Also das sind ja auch wieder schräge Vorstellungen. Ich denke, da kann man nicht wirklich sagen, dass es da irgendwie eine Strömung gegeben hätte, die irgendwas beherrscht hätte. Mhm. Aber vieles von dem, was ich im Mittelalter sehe, ist, da ist eher der Fall, dass versucht wird, mit dieser Paulus-Misogynie, die so ein bisschen unter den Tisch zu kehren und ein bisschen tatsächlich diesen Neoplatonismus wegzuschreiben. In vielen erfolgreichen Werken des Mittelalters, während es eher so komische Einzelfälle sind, wo diese Misogynie so mit Macht hervorgeholt wird und klar. Dann zu so Idioten führt wie dem Hexenhammer. Du hast halt auch in der Zeit, hast du zum Beispiel Boccaccio von den erlauchten Frauen, der, was weiß ich, wie viel sind es, 40 Frauen der Weltgeschichte aufzählt, die er ganz, ganz großartig und ganz, ganz toll fand. Und sagt auch keiner, das ist irgendwie unchristlich. Ne? Nee, null. Herr Boccaccio, ich bitte dich, Pius II. War ein glühender Verehrer von Boccaccio. Mhm. Ja, ich glaube, hättest du um 1460 irgendjemand erzählt, Boccaccio ist ein Ketzer, du hättest so richtig, richtig Ärger bekommen. Aber ja, mit dem Papst hast du Ärger bekommen. Und das ist das Ding, was die Leute viel nicht verstehen. Ja. Warum ist erst die frühe Neuzeit so frauenfeindlich, so hexenverbrennerisch. Ja, weil die sich ganz, die haben doch die Griechen wieder hervorgeholt und die Griechen sind doch gut. Ha, nein, die Griechen sind nicht gut. Die Griechen sind ohne Ende misogyn und da wird auch der Neoplatonismus wieder ganz gewaltig rezipiert und da wird dann gesagt, Frauen bringen Leben hervor und das ist schlecht. Denn die Seele ist rein, im Äther wabert sie durch die Gegend und erst das Weib zwingt die reine Seele in eine fleischliche Hölle und das ist schlimm und schlecht und grausiges Dasein und erst durch den Tod ist die Seele wieder erlöst. Aber gehen wir nochmal zu den Frauen, denn das ist spannenderweise, das klang jetzt alles so wie sehr abgeschweift, nein, wir sind mitten im Thema. Wir sehen ein mittelalterliches Bild einer Frau, die einen abgeschlagenen Kopf bei sich hat.
Können zwei sein. Jetzt, ja, genau, es können zwei sein, nämlich einmal die Salome mit dem Kopf Johannes des Täufers oder es ist die Judith mit dem Kopf von Holofernes. Wir haben aber eine Möglichkeit zu unterscheiden, welche ist. Eine von beiden trägt ein Schwert, nämlich die Judith. Die darf ein Schwert tragen. Weil die hat es selbst gemacht. Ja, Ja, sie wird, damit wird sie auf die Ebene einer Märtyrerin gehoben. Denn auch die heilige Katharina trägt ein Schwert. Naja, warte mal. Also Märtyrer wird es ja erst, wenn man selber durch dieses Schwert umkommt. Richtig, aber durch dieses Schwert, das hier als Bildsymbol angedichtet wird, wird sie im Prinzip auf eine Ebene mit den anderen Heiligen. Sie ist ja keine Heilige, weil sie eine alttestamentarische Figur ist. Genau. Ja? Mhm. Aber sie wird damit auf dieselbe Stufe gehoben. Mhm. Und das ist das Spannende. Das Schwert macht den Unterschied zwischen der bösen Salome und der guten Judith aus. Oder eben nehmen wir die heilige Katharina mit dem Schwert. Und generell, wenn wir Frauen in der mittelalterlichen Darstellung haben, Schwerter machen es aus. Es ist ja so, wir haben ja so gut wie keine Quellen für Frauen in Rüstung und kämpfend im Mittelalter. Es ist ganz, ganz wenig. Wir haben die Johanna von Orléans. Bildquellen haben wir schon ein paar schöne. Ja, aber wir haben die Johanna von Orléans, die Rüstung getragen, aber wohl nicht wirklich gekämpft hat. Wir haben Jean de la Hachette, die gekämpft hat, aber wohl keine Rüstung getragen hat. Was wir aber haben, sind hunderte und wirklich hunderte Bildern von fiktiven Frauen in Rüstung. Genau. Mit Schwertern. Wir haben die Amazonen, wir haben hier Christiane de Pizan, die Stadt der Frauen. Mhm. Wir haben wirklich hunderte und aberhunderte Beispiele. Das war in den Köpfen der Leute ein Ding. Und wir da haben ist durchaus auch Frauen in so verwaltenden militärischen und befehlshabenden Funktionen. Ja, und dann auch oft, da haben wir auch in der Darstellung schon wieder das Schwert. Ja, es ist tatsächlich eine Frauendarstellung mit einem Schwert, erhebt diese Frau über das normale Frauenbild der Zeit hinaus. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Ja, und das ist unglaublich, was du da anbringst. Und André, kennst du diese, das ist der 100-jährige Krieg und zwar ist das der französisch geführte Feldzug gegen die aufständischen belgischen Städte. Mhm. Und da gibt es diesen... ich verwechsel den immer mit dem Pariser Aufstandsführer damals. Und da gibt es so einen Bürgerlichen, der diese belgischen Städte befehligt. Und der hat eine weibliche Leibwächterin. Okay, kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Es ist ganz unglaublich. Ja, und da gibt es diese Schlacht, wo irgendwie de Cussy diese Idee hat, über die Hauptstreitmacht zu lassen, aber eine Nebenstreitmacht über den Fluss über den Fluss setzen zu lassen. Und dann werden diese belgischen Städte, leider muss ich sagen, denn ich bin sehr auf deren Seite gewesen, leider vernichtend geschlagen. Aber nicht ohne, dass vorher wirklich erwähnt wird, dass der Typ eben mal eine Riesenfrau, die wird als sehr gewaltig beschrieben, als Leibwächterin gehabt hat. Das ist so, da stehe ich mit offenem Mund vor. Ich meine, cool. Ja, klar, kann das auch ein Topos sein, um zu zeigen, wie unglaublich verkommen und bescheuert diese Städter waren. Ne? Und dass das ja nicht klappen konnte. Aber du hast es. Auch als historische Figur eben dieses Jean La Hachette, die eben bei der Verteidigung ihrer Stadt sich die Axt schnappt und oben heftig mitkämpft. Und auch da natürlich, ja, wahrscheinlich geht es ihr genauso wie der armen Johanna von Orléans, sie wird verbrannt. Nein, sie wird geehrt. Der König ehrt sie und es ist wieder so, auch als Frau, tu es im Mittelalter, wenn du erfolgreich bist, ist okay. Wenn du jetzt dabei gestorben wärst, hätten sie gesagt, ja, was macht das dumme Ding auch auf der Mauer rum? Ja, oder bam, sancto subito, also Heiligsprechung ist auch immer eine Option. Ja, genau, aber Mittelalter mag Erfolgsgeschichten und dementsprechend... Du weißt ja, ich habe einen Papst und ich werde ihn benutzen. Ja, genau. Er ist genauso wie ich Boccaccio-Fan, Edge. auch da ist wieder, wie wirkungsstark dieses Symbol Schwert geworden ist, dass es andere, ich nenne es jetzt absichtlich in Anführungszeichen Makel, wie den furchtbaren Makel, ein Weib zu sein, aufheben kann und sogar verkehren kann. Also das ist so, das hat wirklich ein enormes Bild bekommen. Und
wie gesagt, wir haben es jetzt als Sageninhalt. Es transportiert ganze Sagen. Es ist der im Mittelpunkt ganzer Sagen geworden. Das ist schon ein sehr, sehr krasses Bild. Und es ist natürlich auch in der Gesellschaft. Also man wird Ritter, indem man das Schwert gegürtet bekommt. Ja. Später durch den Ritterschlag. Also das Schwert wird so zentraler das Bewusstsein des Adels. Oder nehmen wir die Kurfürsten. Die Ernennung des Kurfürsten beinhaltet, dass man ein Kurfürstenschwert symbolisch erhält, ja. Also jeder kriegt ein Schwert, ne? Also ja. Päpste verschicken eine Menge Schwerter an coole Dudes, die coole Schlachten gewonnen haben. Ne? Und dann gibt es natürlich das Verbot immer wieder, dass Nichtadlige keine Schwerter tragen. Wir wissen aus vielen Quellen, wie viel das wert ist. Also so ja, also ein Verbot, Leute, das müssen wir immer wieder sagen, wenn ihr irgendwo in mittelalterlichen Quellen ein Verbot lest, das ist so herrlich kartoffelig naiv zu denken, nee, das kam nicht vor, da steht's, das ist verboten. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr irgendwas verboten wird, desto mehr ist das ein Anzeichen dafür, dass es offensichtlich sehr viel getan wurde, so viel, dass man es verbieten musste. Das ist jetzt leider eine Argumentation, gegen die ich ja auch ganz oft spreche, gerade so in städtischen Dingen. Also generell, viele Verbote werden wiederholt, weil kodifiziertes Recht ist gut und schön, aber wenn die Leute es nicht immer wieder hören, die lesen nicht in Gesetzbüchern wie heute, klar, aber wir haben halt zum Beispiel auch die Gegenquellen. Wir haben so diese schöne Quelle aus Bayern, wenn die Bauern ihre Schwerter zur Kirche mitbringen, dürfen sie sie nicht gegürtet tragen, sondern nur in der Armbeuge. Ja, oder und guck du dir denkst das dir Bild, so, ja, das Bild von Dürer mit den drei Bauern, die alle ihre Schwerter dabei haben. Ich meine, das ist eine Persiflage, das sind altmodische Schwerter. Er zeigt damit im Prinzip die Bauern, die sich über ihren Stand erheben, aber die haben natürlich, man ist auch so dieses Problem, aber die Bauern auf dem Dorf ist auch so eine gesichtslose Masse. Wir haben da ganz große soziale Unterschiede und ein Freibauer mit eigenem Hof konnte locker mit ärmeren Rittern mithalten, ganz zu schweigen von Städtern. Und auch in den Städtern, ich meine, die Verbote, Schwerter zu tragen, sind innerhalb einer Stadt so viel, nicht mal das Papierwerk, auf das sie geschrieben wurden, oder das Pergament, weil die Städte sind frei. Sie haben Freiheiten. Und eine dieser Freiheiten ist, dass irgendjemand außer dem Kaiser oder der Stadt selbst ihnen Gesetze auferlegen darf. Und dementsprechend, ja, dann haben wir Städter mit Schwertern. Also ich habe in meiner Darstellung absichtlich ein Schwert, weil ich einen Städter darstelle. Und innerhalb seiner Stadt trägt er dieses Ding mit Stolz, was er oft wieder nicht darf, weil die Städte eigene Verbote hatten wegen der öffentlichen Sicherheit. Ja, aber wer wird sich denn da, ne? Also bis was passiert, ist ganz oft wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Ja, ich meine, aber sobald es eben geht, die Städter ziehen vor die Stadt für ihr Schützenfest, schwupp ist das Schwert an meiner Seite. Ja. Aber so schnell also ich würde sagen, gucken. Das Verbot, irgendwo ein Schwert zu tragen, war so das Anliegerfreischild des Mittelalters. Ja, ich meine, klar. Ja, also mehr so eine Richtlinie. Ja, wenn auf dem Dorf, heute kommt der Amtmann und holt das und das, ich lasse mein Schwert jetzt besser mal da, wo es hingehört. Aber am nächsten Tag, wenn der Amtmann weg ist und wir den Tanzboden einweihen, ich muss dann doch zeigen, dass ich der reichste Bauer im Dorf bin, ja. Ich finde das aber so, so wichtig, dieses Ding, dass man einmal hört, wie das Mittelalter aufgebaut war. Adel, Bauern, Priester. Und sich dann denkt, ah cool. Und dann so riesen Hürden auch zwischen diesen Gruppen sich denkt. Und das total missachtet, was du gerade gesagt hast. Dass ein reicher Bauer problemlos reicher war als ein armer Adliger. Gleichzeitig ist dann die Ultima Ratio von diesem Vergleich stimmt wiederum nicht, weil auch der reichste Bürgerliche war nie reicher als der Kaiser. Ja. Ja. Ich erinnere auf an dem so Papier. Friedrich der Dritte, der nicht aus Augsburg abreisen darf, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat. Du hast natürlich vollkommen recht. Das Durchsetzen wäre auch nochmal eine andere Geschichte gewesen. Und was halt auch völlig übersehen wird, sind Parallelen oder auch soziale Auf- und Abstieg. Also wir haben ja schon mit dem Patriziertum so ein komisches Ding. Sind das jetzt Adlige oder sind es reiche Bürger? Fragt die Adligen, er wird dir sagen, es ist ein reicher Bürger. Fragt den Patrizier, wird dir sagen, es ist natürlich ein Adliger. Ganz komplex. Ich finde es eigentlich gar nicht so komplex. Ich glaube, wir machen es uns komplex. In der Sprache der Zeit natürlich immer die Frage, aus wessen Perspektive. Aber ich würde sagen, natürlich ist ein Stadtadel. Ich würde sagen, Stadtadel entsteht im 13. Jahrhundert spätestens.
Da bin ich jetzt wieder vorgeschädigt. Ich würde sagen, es kommt darauf an, ob wir über eine Königsstadt oder eine Bischofsstadt reden, denn die beiden unterscheiden sich teilweise erheblich, ja. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Aber tatsächlich habe ich das Glück gehabt, bei einer Professorin zu studieren, die genau dazu viel geschrieben hat. Und das war tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe. Aber ja, wenn wir, die Unterschiede flachen auch ab, wenn wir tatsächlich im 15. Jahrhundert schauen. Ja. Die sind in allem dem Adel ähnlich. Die lassen sich auch Ritterschläge verpassen. Ja, die lassen sich auch Ritterschläge verpassen, wo es nur geht und so, ja. Genau. Und wenn wir das strukturell betrachten, die führen Heere an. Ja, und zwar oft. Genau, also richtig oft, genau. Ich bin ja, ich mache ja heute Abend mache ich ja das Video über Frankfurt in der Neusser Fehde oder in der Belagerung von Neuss. Und Frankfurt hat inzwischen 1318 und 1420 130 Fehden geführt. Ja. Und hat mehrere Aufgebote zum Kaiser geschickt, die immer von irgendwelchen Patriziern befehligt wurden, oft noch mit Angeheuerten. Aber das war für mich auch sehr erstaunlich, weil ich die Zahlen mal wieder vorhatte, wie viel diese Stadtbürger tatsächlich in Kriegsgeschehen involviert waren und dass da wirklich Leute waren, die waren im Prinzip hauptberuflich Heerführer. Ja, 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 genau. Mit irgendwelchen Nebentätigkeiten, wie ich mache noch ein bisschen Gewürzhandel nebenbei. Ja, und die Familie macht das, aber auch längst nicht mehr selber. Ne? Ja, ja. Und die haben erbliche Ämter, die sind seit, und das ist eine so verkrustete Schicht auch stellenweise, dass du dieses Patrizier oder ins Bürgertum schwerer reinkommst als in den Adel im 13. Jahrhundert. Das ist absurd. Es ist simpler für den Ministerialen, adlig zu werden, als wirklich zur Bürgerschaft einer Stadt aufzusteigen manchen Städten. Oder zumindest in den höheren Bereich der Bürgerschaft. Da gab es ja dann innerhalb der Bürgerschaft noch ganz heftige Linien. Ja, ja, aber natürlich auch überhalb nur Bürgerrecht zu erlangen. Ne? Und ich meine, wie trennen sich diese Patrizier vom restlichen Bürgertum ab? Es sind die beritten in die Schlacht ziehen. Wir sind schon wieder im alten Rom. Genau. Die Patrizier, die heißen noch nicht Patrizier, das ist ein späterer Name, aber diese alten Geschlechter nehmen für sich in Anspruch, sie sind der berittene Teil des städtischen Aufgebots. Ja. Voilà, paff. Und natürlich tragen sie das Schwert, das ultimative Symbol. Genau. Deshalb, wenn ich mit jemandem drüber rede, bin ich ganz schnell bei dem Begriff Stadtadel. Lustigerweise tatsächlich auch, weil mich mal eine Professorin da sehr drin bestärkt hat im Studium, habe ich mal eine gute Note gekriegt. Ja, du hast vor allem auch von daher recht, dass sie natürlich den Adel sich immer als Vorbild nehmen und selbst wenn sie faktisch nicht aus dem Adel stammen, was wir eben in den Bischofsstädten haben, es ist das Vorbild. Ja, und die erkennen natürlich sehr schnell, dass das Schwert hier das große Symbol ist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum dann kodifiziertes Fechten, also die Fechtbücher, das, worauf sich heute HEMA gründet, nochmal, dass das eine unglaublich bürgerliche Angelegenheit ist und in den Städten floriert und dort die großen Schulen sind. Und damit passiert halt auch was Merkwürdiges, weil im Prinzip von den ersten, vom Anfang deiner These bis ins Hochmittelalter hat sich das Schwert relativ wenig verändert. Ja. Jetzt aber innerhalb von 200 Jahren hat es eine wahnsinnige Explosion an Schwerttypen, Sondertypen und Ähnlichem. Die unterschiedlichsten Größen kommen da auf. Mhm. Also ich meine, also lass uns das mal kurz zusammenfassen. Ne? Wir haben die römische Sparta. Ja. Also ein Ding, das einen Meter lang ist, wenig Knauf hat, wenig Parier, einen kurzen Griff. Das übrigens finde ich total lustig, dass du es sonderbar findest, dass diese einhändigen Schwerter so kurze Griffe haben. Natürlich total anzeigt, du bist eher der Spätmittelalter-Guy und ich mittlerweile auch viel Frühmittelalter. Aber ich bin der Spätmittelalter-Einhänder-Guy und unsere Einhänder haben immer noch längere Griffe. Genau das, ja. Und die Einhänder im Frühmittelalter, die werden einfach sehr anders gegriffen. Da ist ja der Knauf im Prinzip noch Teil des Griffs. Bereich, genau, den Knauf hast du so spät, eigentlich noch vor dem Puls, noch an der Daumenwurzel. Und da wird er dran vorbeigeführt. Und du machst nicht so zu, dass du das wirklich wie ein Hammer greifst, sondern leichter, schräger. Ich sag immer, wenn man sich mit Sport auskennt, ist der Unterschied ganz, ganz einfach. Es ist der Unterschied zwischen Tennisgriff und einem Badmintongriff. Mhm.
Ja, aber dieser Hammergriff, ist, glaube ich, so einer der grundsätzlichen Irrtümer. Leute, die noch gar keine Ahnung von Schwertern haben, die es eben als Symbol aus Filmen kennen, aus Rollenspielen und so, aus LARP. Ich kenne das jetzt im LARP-Bereich, gibt jemand zum ersten Mal ein Schwert in die Hand oder auch beim Publikum, sie nehmen es in einem Hammergriff. Ja, und das ist so einer der grundsätzlichen Irrtümer sämtlicher Schwerter. Wer so seinen, also wirklich mit der Faust seinen Schwertgriff packt. Aber ja, wir sind jetzt wir wollten ja zusammenfassen und sind schon wieder, wir können nicht zusammenfassen. Also da gibt es erstmal dieses einfache Schwert, so sehen Wikinger-Schwerter aus, so sehen Spatä aus. Ja, auch so Sonderformen wie Ringknaufschwert und sowas sind alles Detailunterschiede, die machen gar nicht viel am Grundtyp. Der Ring am Knauf, ne? Das ist so typisch eine kunsthistorische Betrachtung eines Schwertes. Eine Betrachtung von Schwertern eigentlich anhand dessen, zu was und wie sie gebraucht wurden, ist eine extrem moderne Sache. Da sind wir eigentlich immer noch, sagen wir mal, die Schwertspitze der Forschung, weil damit haben sich noch sehr wenige Leute beschäftigt bisher. Was ist denn dann der nächste große Schritt? Das Paranus-Knaufschwert? Quasi, ja, genau. Und zwar in der Version 1.0. Weil das wird in und nach den Kreuzzügen wird das nochmal gewaltig überarbeitet. Aber die erste Version ist eben das Paranus-Knauf, das Schwert des 11. Jahrhunderts. Und da ist die Paranus noch recht flach und recht klein. Und der Griff ist kurz und du kannst das Ding eben gut am Puls vorbeiführen und aber was sich verändert hat, ist plötzlich haben wir diese Parierstange, dieses Parierelement, dieses Kreuz, wie immer man das nennen möchte. Und jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, Himmel, was hat sich da verändert? Da ist irgendwas anders geworden. Und man sagt eigentlich, dass mehr Parier für ein bisschen statischere Kampfesweise steht. Das heißt nicht langsamer, sondern das heißt einfach eine Kampfesweise mit klaren Huten. Theoretisch. Im Prinzip ist es ja auch, fällt auch mit der Zeit zusammen, in denen die Schilde langsam kleiner werden. Aber ja noch ganz langsam. Ja. Ganz langsam, klar. Aber es ist nicht mehr der gewaltige Rundschild, genau, das stimmt. Das ist der gewaltige Rundschild geht weg und das Schwert mit dem breiteren Parier kommt. Ne? Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht einmal eine Theorie, wo die Parierstange herkommt, wofür sie letztlich wirklich da ist. Da gibt es ja ganz viele Ansichten. Ich muss sagen, ich habe da lehne ich mich zurück und gucke, was andere erzählen. Deswegen ist so, wenn ich sage, das Schild wird kleiner, ist noch kein bedeutender Erklärungsversuch. Ich spare mir da einfach den Erklärungsversuch. Auch das ist aber ein schöner Ansatz, ne? Weil die Standardthese besagt, dass das kommt, wenn Huten aufkommen, vor allem wenn tiefe Grundstellungen aufkommen, damit die Klinge, die wirklich an deiner Klinge abgleitet, nicht auf deine Hand kommt. Und das kommt vor allem dann auf, wenn Klingenbindung langsam Thema wird. Was tatsächlich mit dem kleineren Schilden nicht ganz genau. Richtig, richtig. Und das ist etwas, das ja in der Geschichte von Klingenwaffen mehrmals vorkommt. Das ist eine Entwicklung, die kannst du am Säbel, mit dem ich mich zugegebenermaßen, was die einzelnen Typen angeht, wesentlich besser auskenne, kannst du die genauso nachzeichnen. Du hast ganz, ganz viele Säbel. Ich weiß, alle denken jetzt Schaschka, aber das Ding ist nun wirklich nicht zum Fechten da. Du hast ganz, ganz viele Säbel, die minimale Parierelemente haben. Und dann hast du sowas wie einen Schweizer Säbel, der wirklich einen fetten Korb hat. Ich liebe mit einem S-förmigen Parier. Ja, man sieht das Ding
an und denkt sich, das wäre safe und würde total durchhauen. Ja. Jeder liebt Schweizer Säbel. Oder zweihändige Schweizer Säbel. Stell dir vor, dass es die Dinger bis 1700 gegeben hat. Und jetzt stell dir um 1700 den französischen Adligen mit Lockenfrisur vor und ihm gegenüber, also ein Schweizer Halbbauer, der sich auf seinen Schweizer Säbel stützt und zum Duell angekommen ist. Scherz, klar, aber so die Szene möchte ich in einem Film mal sehen, ja? Ja, ja. Der polnische Halbbauer, der mit seinem Säbel ankommt zur gleichen Zeit, die hätten sich gut verstanden, glaube ich. Aber weißt du so, die haben Frankreich und Schweiz, die haben eine gemeinsame Grenze. Ja, das ist, genau. Das ist so eine Art, der Gipfel des Fortschritts und quasi der Gipfel des Rückschritts. Wobei das natürlich Quatsch ist. Ich meine, im Umbruch vom Mittelalter zur frühen Neuzeit ist natürlich die Schweiz absolut federführend bei der Wehrtechnik. Gottchen, wo waren wir? Genau, beim Säbel findet dieser Wandel ja genauso statt. Du hast zum Beispiel diesen typischen armenischen Säbel im 17., 18. Jahrhundert. Und der hat ein minimales Parierelement. Ja, oder guck nach Japan. Also Katana ist ja jetzt die Hofdegen-Variante, aber das Schlachtschwert zum Beispiel, das Tashi, hat ja noch ein kleineres Parierelement als das Katana ohnehin schon hat, ja. Also notwendig scheint es nicht wirklich zu sein. Man kann offenbar auch ganz ohne erfolgreich Krieg führen. Genau. Krieg führen ist genau der Begriff. Wie viel ist Krieg führen und wie viel ist Fechten? Und wie definieren wir Fechten eigentlich? Und wie viel hat Krieg mit Fechten zu tun? Das sind Fragen, die viele versucht haben zu klären. Böse gesagt taucht Fechten historisch da auf, wo die Kriege langsam weniger werden, beziehungsweise nur noch von Professionellen ausgeführt werden. Genau, das seht ihr bei André natürlich, hört ihr viel, viel mehr den sowohl Spätmittelalter-Menschen als auch natürlich den Japan-Begeisterten. Ja, da haben wir halt eine parallele Entwicklung, die ich total spannend finde, dass in beiden Ländern, sobald der Adel von der aktiven Kriegsführung ausgeschlossen wird, sich die Fechtschulen aus dem Boden sprießen in Massen. Finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Die für den Adel auch, ja. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich eine spannende Parallele. Ja, weil es ist natürlich auch oft so die falsche Vorstellung. Das, was viele Leute sich unter dem Samurai vorstellen, ist halt der Samurai der nach Tokugawa oder der Tokugawa-Ära, der im Prinzip dazu verdammt ist, als Beamter auf seinen Gütern zu hocken und gar nicht mehr all die schönen Dinge tun darf, die er gerne tun würde und sich deswegen in Kunstfertigkeit flüchtet. Genau. Der Samurai, und plötzlich hast du die Teezeremonie und... Genau. Der Samurai, Sengoku-Zeit davor, der Kriegszeiten, das ist halt eine völlig andere Type. Genau, das war ein Ritter der Fehdezeit im Hochmittelalter. Ja, ja, ja. Also wirklich der illiterate Brutus, hau drauf, schlage tot und etc. Ne? Das wandelt sich natürlich sehr. Wobei Vorsicht natürlich immer vor solchen Generalisierungen, aber klar, Pi mal Daumen. Ne? Und wenn wir jetzt darüber reden, was wir so nach dem eben dann aus das Schwert sich aufteilen in verschiedene Dinge, dann sind wir auch, glaube ich, nochmal tief in der Nerdkultur, denn da gibt es so ein paar Begriffe, uns beiden schaudert's da. Du willst Richtung Bastardschwert, aber warte mal, ich hatte gerade kurz das Gefühl, völlig abgegangen und sind so gar nicht niedrigschwellig, was wir eigentlich sein wollen. Doch, total. Doch, genau. Wir sind hier nicht nur völlig am... Ja, also wir haben im 11. Jahrhundert entwickelt sich dieses Parier bei einem immer noch einhändigen Schwert. Und jetzt ist es ja ein Riesenschritt zu sagen, Himmel, heißt das jetzt wurde gefochten? Und das ist vielleicht tatsächlich auch... Könnte das ein Argument sein für die Theorie, dass ab da tatsächlich mehr Klingenbindung benutzt wird, mehr auch von Fußgänger zu Fußgänger gekämpft wird? Wobei,
Natürlich haben wir in der Zeit mehr Fußkampf, der allerdings oftmals eben nicht mit dem Schwert stattfindet. Genau. Auch da haben wir andere Hauptwaffen. Je mehr die Leute zu Fuß kämpfen, umso mehr entwickeln sich Waffen wie die Mordaxt, der Fußstreithammer, die Hellebarde, die Helmbarte als Vorgänger, Kleve. Das würdest Waffen, du, wobei du ja jetzt ganz viele Waffen genannt hast, die ja gut gegen Gerüstete funktionieren. Ja, aber was gegen Gerüstete funktioniert, funktioniert oft auch sehr gut gegen Ungerüstete. Ja, na selbstverständlich. Ne? Aber da hätte ja vielleicht ein Speer gereicht. Und ja, der ist ja etwas, damit fühle ich mich ja underdressed, wenn jetzt so ein Ritter des 15. Jahrhunderts vor mir steht. Da möchte ich bitte eine Hellebarde haben. Aber den habe ich tatsächlich unterschlagen. Das ist mein Fehler, denn eigentlich werde ich nicht müde zu predigen. Guckt in die Quellen. Genau. Ich stelle ja 1475 ungefähr dar und ich wollte immer eine Hellebarde haben. Eine schöne, so eine Helmbarte, so ein frühes. Ja. Oder eine Kleve. Ich liebe Kleben. Ja. Aber unsere Bildquellen zeigen sich. Unsere Bildquellen zeigen verdammt nochmal Spieße. Ja, wobei man dazu sagen muss, im 15. Jahrhundert hast du so viele abgefahrene Bildquellen, dass du natürlich auch aus irgendeiner Goliath-Darstellung. Ja, aber ich gehe da auf die Massenauswertung. Ich zähle, ich zähle genügend Quellen meiner Region, zähle, wie oft sehe ich was, und dann habe ich eine ganz eindeutige Reihenfolge. Und ich habe zum Beispiel hier die kursächsischen Kriegsknechte, die benutzen hauptsächlich Spieße, weil sie sagen, es kommt in unseren Quellen vor. Ja. Und da muss ich ja tatsächlich die am meisten benutzte Stangenwaffe des späten Alters ist, da hast du vollkommen recht, der Spieß. Und in meiner Darstellung, ich benutze einen Spieß, ich benutze keine, ich habe auch eine Fußstreithammer, also, aber Spieß. Man muss den Leuten leider Gottes sagen, eigentlich immer. Der Speer war immer die häufigste Waffe. Ja, ja, ja. Grundsätzlich. Ja. Das kann man nicht oft genug betonen, ja. Und das Schwert ist völlig raus. Ne? Da geht's um ganz ganz andere Geschichten. Aber und die Verteilung prozentual ist ja auch gewaltig. Ne? Also wenn man das mal durchrechnet, einfach nur die Bildquellen analysiert, da sind immer Speere. Und das Schwert, auch wenn es das symbolisch ist, kriegt ja zunehmend Konkurrenz. Wir kriegen jetzt plötzlich auch eben einschneidige Waffen. Falchion, Malchus, Brechenmesser, all diese lustigen Sonderformen, die tauchen ja immer mehr auf. Die eigentlich auch gar keinen, also wir haben da keinen Gewinn an Material. Das heißt, oft das sind einfachere Waffen, die sind einfacher herzustellen. Ich habe jetzt da schmiedetechnisch meine Zweifel. Ja. Man durfte sie benutzen, weil nur der Adel durfte die anderen Waffen benutzen. Da habe ich auch meine Zweifel. Richtig. Aber sie verbreiten sich enorm, was ganz erstaunlich ist. Wenn eine Waffe doch so überhöht ist, warum sind dann Alternativen davon plötzlich so beliebt? Ist ein bisschen praktischer. Und ich muss gestehen, gegenüber dem Schwert ist ein Säbel. Ach Gott, das ist aber, glaube ich, wirklich ein Glaubensgrundsatz. Ja, aber du redest jetzt vom wirklichen Säbel. Ja, vom fechterischen. Ja. Wenn wir jetzt von sowas wie einem langen Messer reden, das ist ja eigentlich gar kein Säbel, das ist nur ein einschneidiges Schwert, das ist gerade. Und ich weiß gar nicht, ob für die Menschen damals es so der riesige Unterschied war. Wir kennen Quellen, es gibt eben so Verbote, man darf kein Schwert in der Stadt tragen, aber wohl ein Messer und so Scherze. Mhm. Aber ist das für die eigentlich was anderes als ein Schwert? Oder ist das für die nur eine Sonderform des Schwertes? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ob die Leute wirklich einen Unterschied gemacht haben, das lange Messer an meiner Seite. Da kommt ja das Thema der Schurkendarstellung dazu. Also dass mit eben Falchion, Malchus und so weiter ganz oft die Schurken zu Fuß des Kreuzes bei Kreuzigungsszenen dargestellt sind. Ja, aber der Malchus zum Beispiel ist ja nicht die Waffe des Knechtes Malchus, das ist ja die Waffe des Petrus. Ja, ja, ja. Die heißt genau, ja nur das, so, weil dem Malchus damit das Ohr abgeschlagen wird. Richtig, ja, richtig. Das ist eine Ausnahme tatsächlich. Aber grundsätzlich hast du recht, klar. Genau. Aber bei den Darstellungen hast du tatsächlich ganz, ganz oft, dass diese würfelspielenden, schlimme Drei-Tage-Bart, verrückte Augen. Aber das macht es ja noch schräger, dass die Dinger so populär sind. Weißt du, wir haben auf der einen Seite das überhöhte Schwert, dann haben wir, wie du sagst, teilweise sogar die Schurkendarstellung mit der anderen Waffe und trotzdem ist die andere Waffe populär. Subkultur. Sind wir da bei dem mittelalterlichen Gangster-Rapper? Ja, das ist die Subkultur. Krass, guckst du, hab ich hier Säbel. Vielleicht sind das wirklich Schurken. Vielleicht sind das tatsächlich Leute, die einen Tacken außerhalb der Gesellschaft stehen, die Verbote umgehen und die Dinge halt trotzdem tragen, aber halt nicht aus Gründen der Repräsentation, sondern aus ganz praktischen Gründen.
Weil wir, und das sind in dem Moment halt die Leute, denen du nicht in der dunklen Gasse begegnen möchtest. Wobei, bevor unsere Hörer jetzt... wir spekulieren ja hart gerade. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Bevor die Leute hier ihren Kopf auf die Tischplatte hauen, was erzählen der für einen Scheiß, das ist wirklich gerade extrem spekulativ. Und selbst wenn wir damit richtig liegen würden, wir könnten es nie beweisen. Nee, wir könnten es nicht beweisen. Ja. Weil aber, über vieles, ja, aber das ist natürlich auch, Quellenkritik funktioniert ja auch ein bisschen in beide Richtungen. Ja, genau. Es gibt natürlich Gründe, warum wir das nie beweisen könnten, weil über diese Leute nie geschrieben worden wäre. Ja, aber wie gesagt, wir hatten eben so dann, nicht nur die Typen tauchen auf. Und da will ich jetzt doch nochmal eben zum Nerd-Bereich gehen. Wir haben aus den Rollenspielen so typische Begriffe. Was immer so mein Liebling war, das Kurzschwert. Es gibt so die Vorstellung, es gäbe ein mittelalterliches kurzes Schwert. Ja, das ist lustig. Gibt es aber eigentlich nicht. Wir haben Dolche, wir haben... Aber so dieses kleine, eine kurze, so wie das, was eben Frodo im Herr der Ringe trägt, das gibt's eigentlich in der Form nicht. Nee, das ist, weil Fantasy natürlich immer irgendwie die ganze Geschichte betrachtet, sich daraus was leiht und das jetzt aber auf so ein Proto-Mittelalter versucht zu übersetzen. Und das also was da passiert ist, ist quasi, wir haben einen Gladius oder einen Katzbalger genommen und mittelalterisieren den jetzt und dann haben wir ein Kurzschwert. Und das Rollenspiel setzt nochmal eins drauf, weil das Rollenspiel muss Kategorien und Abstufungen haben. Ja, genau. Sie brauchen eine Waffe, die 1W plus 2 Schaden macht, eine, die 1W plus 3 Schaden macht und eine, die 1W plus 4 Schaden macht. Hm. Und dann nehmen wir dann eben das... Das Kurzschwert hat 1b plus 2 Schaden, der Säbel hat 1b plus 3 Schaden, das Langschwert, nächster Begriff, hat 1b plus 4 Schaden. Und da ist dann schon die Idee, das Langschwert ist das Gegenstück zum Kurzschwert, aber das, was Langschwert bezeichnet wird im Rollenspiel, ist das Schwert. Das Schwertschwert, das, was wir als Langschwert bezeichnen, ist das lange Schwert der der Anderthalbhänder. Oder das Bastardschwert, genau. Wobei es lustig ist, Anderthalbhänder ist ein unhistorischer Begriff, der auch irreführend ist. Denn ein Anderthalbhänder wird mit zwei Händen geführt, ein langes Schwert wird mit zwei Händen geführt. Ganz selten mal Ausnahmen, wo es Techniken gibt mit einer Hand, aber das sind kurzfristige. Während das Bastardschwert, das so viel gescholten ist, dafür gibt es Quellen für den Begriff. Das ist ein ganz, ganz spezieller Schwerttyp, der von Reitern benutzt wird oder wurde, das ist wohl so ein Gehilz, also ein Griff, der leicht verlängert wurde. Das kann ich als Reiter einhändig tragen, kann es aber auch notfalls zweihändig fürs Fechten tragen, aber das ist ein extremer Sonderfall. Da gibt es einen sehr, sehr guten Artikel drüber in der Zeitschrift für historische Waffenkostümkunde, der diese Begriffe auseinander nimmt. Und dadurch habe ich gelernt, es gab das Bastardschwert, aber in 99% der Fälle, wenn man ein Schwert Bastardschwert nennt, liegt man falsch. Genau, genau. Das Lustige ist, in der Fantasy kommen ja viele Begriffe vor. Nie kommt der Begriff langes Schwert vor. Nie. Weil sie aus dem Englischen ganz kommen. Oft das ist, was die Leute meinen. Also ja, die weil Leute sie fragen, aus dem, wie, ist, ja, ist aus dem Englischen übersetzt. Das? Ja, genau. Es ist das Longsword. Genau, genau. Und Die Grundidee ist dann eben dieses Anderthalbhänder ist ja, ich kann es entweder einhändig oder zweihändig führen und werde auch mit zwei Händen zwei Anderthalbhänder gleichzeitig führen. Funktioniert natürlich alles nicht, so ist die ganze Waffe nicht aufgebaut. Und um dann noch mehr Schaden reinzumachen, habe ich dann eben noch den Biedenhänder oder den Zweihänder, wo wir halt sagen, ja, das lange Schwert ist aber doch schon ein Zweihänder. Bei Zweihänder denken die Leute halt gleich an diese überlangen Landsknecht-Dinger und in die meiste Zeit der Existenz eines Zweihänders ist ein Zweihänder halt ein normales Schwert mit einem langen Griff. Ja, also überleg mal, 1 Meter Klinge mit einem langen Griff ist ein perfektes langes Schwert. Genau, genau. Ja? Und da gibt es ja auch noch unglaublich viele Unterteilungen. Ne? Ja, aber das ist halt diese extreme Unterteilung. Das ist halt was in der Lebenslauf des Schwertes erst ganz spät auftaucht, dass wir dann auf einmal eben auch Bohrschwerter haben, Stoßschwerter, die gar keine Klinge, scharfe Klinge mehr haben, sondern nur noch auf den Stoß ausgelegt sind. Oder eben so etwas wie das Sattelbaumschwert, gab es eigentlich, ich glaube, nicht mal überfragt, den Biedenhänder. Da tauchen auf einmal unfassbar viele Formen auf in einem ganz kleinen Zeitraum. Ja, ja, ja. Während vorher 1000 Jahre lang das Schwert konservativ war. Das natürlich auch viel Renaissance ist, ne? Ja. Dass man anfängt, so tüftlerisch an Dinge ranzugehen im 14. Jahrhundert und dann mehr und mehr Dinge erfindet. Ich finde, Thalhofer in seiner Eigenschaft als jemand, der ein Fechtbuch verfasst hat, finde ich ihn eigentlich gar nicht so interessant. Ich finde ihn interessant als Tüftler, weil er in diesem Fechtbuch ja
einen unglaublich verspielten Geist zeigt. Mir geht es gar nicht darum, jetzt quellenkritisch zu gucken, was davon, was er da zeigt, ist Realität. Ob der Panzer Realität ist, den er da gemalt hat, oder der Tauchanzug. Mir geht es darum, dass er unglaublich verspielt war und so an Dinge ranging. Und das sehen wir in der Geschichte des Schwertes im Spätmittelalter nämlich auch, dass da mehr und mehr einfach Leute spielen gehen und sagen, was ist, wenn ich jetzt ein Bohrschwert mache? Oder könnte man so besser durch eine Rüstung kommen? Und das ist ganz oft eher die theoretische Seite und die Tüftlerseite der Schwertbauer und weniger die Praktikerseite. Ne? Also entstehen viele Dinge, die wohl in der frühen Prototyp-Typ-Phase auch dann wieder eingestampft wurden. Und dann kommen eben auch so Spezialschwerter eben für den Fußkampf im Harnisch, wo dann eben auch noch Spitzen an den am Knauf sind und austauschbare Knäufe, verschiedene Dinge, inklusive Haken. Dann diese Schwerter, wo eine Scheibe lose auf der Klinge entlang gleitet. Absurdes Zeug. Mit dem Gedanken, dass das dem Hieb ja mehr Wucht verleiht, wenn die Scheibe im Hieb nach vorne gleitet. Gibt es übrigens auch wieder bis ins 17. Jahrhundert, der berühmte Säbel von Kara Mustafa hat so ein System. Und dann gibt es auch das Ding, dass dann mehr und mehr natürlich auch im 16. Jahrhundert Waffen mit Pistolen zum Beispiel drin aufkommen. Ach, ich gebe ein ganzes Buch über Trickwaffen aus der Rüstkammer in Dresden. Das ist eines meiner ältesten Waffenbücher. Unfassbares Zeug drin. Ja. Also, zu all diesen Themen würde ich gerne sagen, Quellenkritik, Leute. Quellenkritik. Ja. Ihr habt gehört, was André gesagt hat. Er sieht sich die Quellen an und er rechnet, er guckt, was ist wie oft dargestellt. Diese ganzen Trickwaffen, diese ganzen Prototypen, die ganzen sonderbaren Dinge und Bohrschwerter sieht man außerhalb von so Tüftlerbüchern wie irgendwie Da Vinci oder Thalhofer nie. Und warum haben wir aber so viele von diesen Exemplaren, die auf uns gekommen sind? Und das haben wir eben bei den Trickwaffen, das haben wir auch ganz viel bei den Großschwertern, bei diesen gewaltigen Flambergen etc. Und warum ist das so? Weil die krass waren, weil die besonders waren und weil man sich immer gedacht hat, das Ding ist so besonders, das werfe ich nicht weg, das schmelze ich nicht ein, das arbeite ich nicht um, das behalte ich, das kommt in meine Kuriositätenkammer und da stelle ich es aus und zeige es Leuten. Aber das ist ein großer Paradigmenwechsel am Ende des Mittelalters, dass auf einmal das Außergewöhnliche das Aufbewahrenswerte ist. Ja? Interessant. Das ist, ja, ich glaube schon, weil diese Kammern, die tauchen genau in der Zeit auf. Ja, ich verbinde es manchmal auch mit so Dingen wie Reliquien, da gibt es schon erste Sammelbewegungen, aber dass man so ab dem 14. Jahrhundert etwa sagt, das ist so außergewöhnlich, das muss ich mir aufbewahren. Das ist so ein Ding, das habe ich im Hochmittelalter. Da werden auch Dinge aufbewahrt. Mhm. Ich meine, wir haben auch Sammlungen, die Manessische Liederhandschrift ist zum Beispiel eine Sammlung als berühmtes Beispiel, aber sie versucht nicht das Außergewöhnliche aufzuschreiben, sondern sie versucht die Gesamtheit der Dichtung, der Lieddichtung aufzuschreiben oder auch Chroniken versuchen die Gesamtheit der Geschichte aufzuschreiben. Mhm. Und auf der einen Seite kommt dann das Interessantere und damit aber auch das Anekdotischere raus. Man sammelt nicht mehr das, was man versucht. Die Naturbeobachtung ist im Prinzip gegessen, haben wir geschafft. Wir können Natur wiedergeben, wie sie ist. Jetzt fangen wir uns an, die Besonderheiten zu sammeln und dann kommen eben auch so, ich glaube schon, weil dann kommen auf einmal Dinge wie Hofzwerge, der Hofmoor, man überbietet sich darin, das Außergewöhnliche zu haben und klar, wir haben Elefanten zur Zeit Karl des Großen, ja, aber auf einmal wird es Mode, sich in Menagerie zu halten. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Weiterführung des Naturbeobachtungsgedanken, dass man dann anfängt, das Außergewöhnliche aufzubewahren. Ist wieder was, ist eine Annahme von mir, ist meine Sichtweise, aber es ist halt auffällig, in wie vielen unterschiedlichen Gebieten das fast gleichzeitig auftaucht. Ja, es ist wirklich, wirklich spannend. Ich stolper natürlich über Hofmoor und Hofkleinwüchsiger. Ja, aber es gab sie halt. Es tut mir leid. Ja. Es gab die auch in anderen Rollen, ne? Die Leute durchaus. Aber das stimmt, es gibt einen Exotismus. Ne? Da gab es letztens eine grauenvolle Debatte
auch wirklich heute ganz, ganz abseits von Geschichte. Und zwar hat sich da bei einer Rede eine Ex-Prostituierte, wirklich eine Feministin, hat sich aufgeregt über Exotismus, darüber, dass wie Männer, wie freier Prostituierte eben konsumieren und eben damit einem wirklich schädlichen, auf rassistischen Stereotypen auch beruhenden Exotismus, dass irgendwie die Frauen sind so, die Frauen sind so, irgendwie die einen sind devot, die anderen ganz hart drauf, die und so weiter. Auch das unglaublich eben, verbreitet. Die Russen genau das, sind ja viel freundlicher als die deutschen Frauen. Genau. Alltag, und das ist natürlich so ein Inseldenken von abgewiesenen Männern ganz viel. Ja. Oder nicht mal abgewiesen, einfach nur Incels. Und dieser Exotismus, das kann einem kulturell ja immer auch eine Richtung anzeigen, was gerade ungewöhnlich, als ungewöhnlich erachtet wird von einer breiten Masse. So glaube ich zum Beispiel, dass dieses Problem heute sich eigentlich früher oder später erledigen sollte. Außerhalb von irgendwelchen, keine Ahnung, Schweinezüchterbordellen in Niedersachsen. Jetzt sagen, entschuldigt Niedersachsen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber ich denke, es ist aber auch so, Exotismus ist ja nur so lange Exotismus, wie etwas exotisch ist, ja? Ja, eben das. Ja, ja, also die Banane ist heute eine Frucht aus Süddeutschland und im 16. Jahrhundert wäre eine Banane eine Sensation gewesen. Hm. Und ich hoffe immer, dass ich das, also ich bin so dieses typische, um da kurz Beispiel zu geben, diese jemand mit deutlich fremdem Hintergrund, darf ich den fragen, wo er herkommt? Ja. Hatte ich eine Debatte mit einem Bekannten, der ist ich glaube aus Thailand kommen seine Eltern, und der hat dann auch gesagt, das nervt ihn total, weil Leute sagen, wo kommst du eigentlich her und so, und dann habe ich gesagt, ja, aber du, ganz ehrlich, es interessiert mich doch. Ja. Aber es interessiert mich auch von dir, deine Familiengeschichte und ja, ich denke, das ist so. Ich werde es tatsächlich noch oft gefragt, wobei, Gottchen, wenn ich jetzt sage, mich stürzt nicht, weil ich nicht Opfer von Rassismus werde. Ne? Ja, also ich kann natürlich verstehen, warum es ihn stört. Ja. Ich habe ihm dann aber erklärt, warum ich mich so etwas fasziniert, weil natürlich die Menschen sind so. Das ist ein Urinstinkt irgendwie. Das ist das Ding, ja. Ich meine, der Unterschied ist Intention ist wichtig. Ja, wenn ein zweijähriges Kind irgendwas Fremdes sieht, wie reagiert's? Und das ist hoffentlich bei einem zweijährigen Kind eine Reaktion, die von Herzen kommt und keinerlei böse Hintergedanken hat. Ja, aber wenn ein zweijähriges Kind es noch nie einen schwarzen Menschen gesehen hat, zum ersten Mal einen schwarzen Menschen sieht, wird es darauf reagieren. Das ändert sich erst dann, wenn es vorher schon schwarze Menschen gesehen hat, weil die mittlerweile so üblich und so selbstverständlich sind, dass es gar nicht mehr auffällt. Dann ist der Exotismus vorbei. Ja, und das ist bei Waffen ja. Das natürlich, ja. Und bei Waffen weiß ich, ja nicht, weiß ich gar nicht, ob ein zweijähriges Kind das wirklich als so ungewöhnlich wahrnehmen würde jetzt. Diesen einen, oder ob wir sagen könnten, was das gerade als ungewöhnlich wahrnimmt. Also, das ist Hautfarbe als so erachten. Keine Ahnung. Mein Kind hat auf alles ungewöhnlich reagiert. Ja. Das konnten Haare sein. Also Bart bei mir zum Beispiel. Ja, Kinder und Bärte. Kleine Kinder und Bärte, oh mein Gott, ja. Ja, und das finde ich ganz spannend, weil es auch eine quellenkritische Diskussion ist. Mhm. Also insofern, wenn du Exotismus verortest, ne, ja, dann übrigens dieser Vortrag von dieser ehemaligen Prostituierten, ich glaube von einem sehr linken Forum, ist furchtbar schief gegangen, weil so wirklich der fleischgewordene Twitter-Mob anfing, ihr vorzuwerfen, dass sie irgendwie Rassismus perpetuieren. Ja, ganz furchtbare Dinge wurden ihr da vorgeworfen. Ich denke, Himmel, Herrgott, ne, da hast du eine Insiderin. Ich bin da, komme da als linksgrün versiffter Gutmensch momentan echt teilweise an meine Grenzen. Du hast es mitbekommen mit dem Afrika-Forscher, der nicht vortragen durfte, weil die Leute gesagt haben, man sollte doch bitte einen Afrikaner nehmen, der über so etwas vorträgt, und sie gar nicht merken, welchen Rassismus sie damit eigentlich begehen, weil sie einfach, ich habe dann gesagt, liebe Leute, ich hatte Kommilitonen, die haben Geschichte studiert. Warum nehmt ihr an, dass sie afrikanische Geschichte studiert haben?
Wie kommt ihr auf den Holzweg? Ach so, meinst du, dass, ja, dass wenn ein Schwarzer Geschichte studiert, er automatisch Schwarze Geschichte studiert? Ah. Ja, der einzige Historiker, den mir einfällt, der schwarze Historiker, mit dem ich Kontakt habe, wenn ich ihm sagen würde, kannst du einen Vortrag über die afrikanische Kolonialgeschichte, halt würde sagen, nee, keine Ahnung. Nehm ich zumindest nicht an. Mein Thema. Ja, nimm doch einen Experten. Genau. Also, Ja, Kolonialismusgeschichte wäre nun wirklich da. Da können wir noch eine Menge zu sagen. Also ja. Ja, ich dachte auch gerade so, du wirst jetzt nicht irgendwas sagen mit Rassismus gegen Weiße. Aber es stimmt, das ist Rassismus gegen Schwarze, weil man dann denkt, hey, du bist schwarz, erzähl mir was über Schwarze. Derjenige dann sagt, Dude, ich bin, keine Ahnung, in Schwäbisch Hall aufgewachsen und weiß da so viel wie genau, das ist der Punkt. Der Wolf von den Sternen von. Also, Genau. Und ja, es ist außerdem auch eine falsche Vorstellung. Ich meine, wenn wir einen Kulturwissenschaftler haben, der sich lange, lange mit afrikanischen Quellen auseinandersetzt, dann kann der auch durchaus, das war da der Punkt, er sollte Kolonialgeschichte aus der Sicht der Afrikaner vortragen. Und natürlich kann er das vortragen, weil er die Quellen kennt. Absurd zu denken, dass er das nicht könnte. Ja, genauso wenig kann ich sagen, Entschuldigung, du kannst mir doch, Adam, du kannst mir nichts über die deutsche Sprache erzählen, hast fremde Wurzeln. Jetzt kennst du meine Grammatik. Native Speaker, das stimmt. Jetzt kennst du aber meine Grammatikkenntnisse nicht. Mhm. Jeder kann mir etwas über die deutsche Sprache erzählen. Ich bin richtig, richtig, richtig schlecht, was sowas angeht. Mhm. Ja, also so irgendwelche grammatischen Regeln oder sowas, das ist ein Scherz. Nein, was für ein Weltbild steckt hinter sowas? Das ist, auch das ist wieder rassistisch, weil es nach einem äußeren innere Fähigkeiten zuordnet. Ja, also du kannst. Ja, egal. Wobei, wir sind bei Schwertern. Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Ich würde sogar diesen Einwand der Leute von so einer Asta, wenn die dann sagt, Entschuldigung, könnt ihr uns aber nicht zu so einem afrikanischen Thema einen schwarzen Vortragenden hier hinstellen. Den Einwand finde ich ja nicht mal schlecht. Ja, aber ich würde ja sagen, ich werde mir trotzdem den jetzt anhören. Ja, genau. Auch wenn der weiß, ist klar. Und es würde zum Beispiel völlig anders aussehen, würden wir jetzt über eine Podiumsdiskussion mit vier Beteiligten reden. Ja. Und da wäre kein, in dem Fall über das Thema Afrika, wäre kein Schwarzer dabei. Ich glaube, ich würde auch schon gehen, weil dann wären wir bei dem Thema, das wir da beim Fernsehen hatten, als auch irgendwie Thomas Gottschalk über Migrationserfahrungen gesprochen hat. Nee, dann wird es absurd. Mhm. Aber bei einem einzelnen Vortragenden, bitte, wir können doch froh sein, wenn wir einen Experten für Kolonialgeschichte finden. Genau. Wo haben wir denn eine Auswahl? Da kann man ja, in dem, was der schreibt, kann man ja durchaus dann kritisieren und sagen, Kollege, du nimmst hier irgendwie eine komische Perspektive ein oder hast eine einseitige Auswahl der Quellen oder interpretierst sonderbar. Ja, genau. Aber Gott, das finde ich, sind spannende Ausflüge, weil ich es immer wichtig finde, dass man da nicht drumrum tippelt und sagt, ey, da kann ich nicht drüber reden, weil, das versteht jetzt jemand falsch und dann denkt jemand, ich wäre entweder Rassist oder ich wäre Teil von so einem Twitter-Mob. Aber für irgendjemanden sind wir bestimmt auch Rassisten und Teile von Twitter-Mobs. Das ist okay. Ich glaube, solang ich das Gefühl habe, ich kann mich da wirklich guten Gewissens verteidigen und sagen, wie das gemeint ist und so weiter, bin ich damit völlig in Ordnung. Ne? Und, um uns selber noch mal ein bisschen sauber reinzuwaschen von der eurozentrischen Perspektive, lustigerweise ganz viele Dinge, die wir hier über Schwerter gesagt haben, haben wir an erstaunlichen Orten. Wenn man mal guckt, so Südamerika, schauen wir uns um bei Azteken, Inka und Ähnlichem, da finden wir plötzlich auch Schwerter. Nur bestehen die aus Obsidian. Also aus Obsidian in Holz eingelegt. Oder wenn wir in die Südsee gucken, da finden wir auf einmal die Schwerter von Schwerthaien, die Funktion, die rituelle Funktion eines Schwertes einnehmen. Ja. Und das ist auch Afrika. Afrika ist eine meiner frühesten Erfahrungen, auf Museumserfahrungen. In den 80er Jahren eine Ausstellung im Völkerkundemuseum in Frankfurt, das hieß damals tatsächlich noch so, über afrikanische Waffen. Ich habe den Katalog bis heute hier stehen. Mhm. Eine unfassbare Welt von Waffen, also fantastisch. Ja, die wir völlig wegignorieren hier tatsächlich. Ja. Zulu sind in gewisser Weise Schwerter, die uns vielleicht auch ein bisschen was zu Genese sagen können, weil da ist ja wirklich eine Art
ja eine Art Schwert aus einem Speer geboren, oder? Ja, ja, du meinst diesen Assegai, nee, heißt gar nicht Assegai, ist noch ein anderer, dieser Kurzspeer. Lustigerweise kenne ich mich über die Waffenentwicklung bei den Zulus ein bisschen aus. Ich habe das irgendwann aus reinem Interesse mal recherchiert. Das ist ja auch so eine lustige Sache der Kriegsführung, dass dieser Shaka Zulu vor allem deswegen Erfolg hatte, weil er seinen Truppen gesagt hat, ey, wir machen ernst, wir bringen wirklich Leute um. Ja, das sind wieder kulturelle Unterschiede. Genau. Ja. Und das hatten wir auch letztens, ja. Die töten Menschen? Sind die... Ja. Ja. Also, das ist so eine Geschichte wie bei den Sioux zum Beispiel. Ich versuche jemanden nur mit meinem Kriegsstab zu berühren. Oder diese ritualisierte Kriegsführung bei den Inka, wo Atahualpa denkt, ja, ich wurde jetzt gefangen genommen. Das bedeutet, ist der andere dran und dann komme ich wieder frei, cool. Und dann bringen die ihn um und er ist bis zum Ende wirklich... sehr erstaunt drüber, dass die sich hier gerade nicht an die Regeln halten. Ne? Aber eben das Lustige ist, alles, was wir über Schwerter gesagt haben, lässt sich auf diese Kulturen eins zu eins übertragen. Die Mechanismen, die da ablaufen, sind quasi identisch. Ich würde sagen, aber das Pferd. Hä? Da sind die Zulus ja jetzt keine großen Reiter. Ja. Deswegen machen sie auch kein richtiges Schwert, sondern so einen komischen Speer. Ja, das stimmt. Das ist exakt der Grund. Ja. Aber und das sehen wir, ist eine reine Offensivwaffe, weil die haben ja auch ein Schild. Ja, aber diesen neuartigen Speer zu besitzen, macht einen schon zu einer besonderen Gruppe. Und er wird am Ende ein Statussymbol. Und im Prinzip irgendwann, wir haben genau dieselbe Statussymbol, Mechanik und ja, genau, genau wie bei Bewegung, die wir auch bei Schwertern haben, ja. Und das haben wir eben auch bei anderen Schwertersatzstücken. Und deswegen auch so, was ist ein Schwert? Es gibt so diese mechanische Idee, ein Schwert hat so Griff und Parierstange und Klinge mit zwei Schneiden. Das ist mir eigentlich zu kurz gegriffen, sobald wir über den kulturellen Gegenstand Schwert nehmen. Da müsste man vielleicht einen Begriff nehmen wie symbolisch aufgeladene Waffe oder sowas Absurdes. Ja, aber lass uns das doch als Denkexperiment mal machen und schauen, ob wir noch was anderes finden. Ja, aber hatten wir vorhin schon. Wir hatten schon den Streithammer und den Streitkolben, was letztlich auch ähnlich ist. Wir haben Streitkolben, das muss ich noch dazu sagen, ist zum Beispiel Symbol der Hauptmannwürde in, sagen wir mal, Polen des 17. Jahrhunderts. Zepterartig aber halt nicht auch. Nur, genau, das Zepter. Ne? Mhm. Aber wie wäre es denn mit dem Colt des Wilden Westens? Da kommt es jetzt an auf die Frage, von uns aus gesehen oder von denen aus gesehen? Ach, beides. Ja, also von denen aus gesehen ist der, glaube ich, gar nicht so extrem aufgeladen erstmal, weil er erstmal sehr viel Werkzeug ist. Und es ist auch so lustig, man hat auch immer die Vorstellung, dass sich... Du meinst zum Viehtreiben jetzt, oder? Ja. Weil man in die Luft schießen kann, oder? Ja, genau. Und man hat auch so oft die Idee, dass sich so in der Zeit die modernen Dinge wahnsinnig schnell verbreiten. Und ist immer mein Lieblingsbeispiel, die Schlacht von Little Big Horn. Ja. Als die Indianer deutlich besser, also Indianer, ich weiß, die Ureinwohner in dem Fall, die deutlich besser ausgestattet sind, was Schusswaffen angeht, als die Soldaten. Denn die Stämme haben zum großen Teil moderne Winchester-Repetiergewehre, während die Soldaten noch mit einschüssigen Gewehren ausgestattet sind. Und ja, da ist tatsächlich... Genau, lange laden müssen. Und auch die Colts waren, glaube ich, noch... also Colts, Passport Toto, waren, glaube ich, ziemlich langwierig zu laden zu der Zeit. Und weil wir, das ist ja auch der Irrtum. Die Leute denken beim Colt immer an den Hinterlader, in den du Patronen einsteckst. Aber die ersten Revolver werden halt von vorne mit Hebel geladen und haben jede Kammer einzeln und so. Gab irgendwann eine Reportage, da hat am Frankfurter Flughafen der Zoll so ein Ding rausgezogen, konnte die Kammer nicht rausholen und war deswegen der Meinung, es ist keine echte Waffe. Und ich saß vom Fernseher und dachte, um Gottes Willen, eure unechte Waffe kann Riesenlöcher reißen. Okay, sie ist eine freie Waffe, aber egal. Aber zum Thema übrigens Schwerter und nordamerikanische Ureinwohner. Ich habe dir ja letztes Mal dieses Bild geschickt mit dem Ureinwohner und dem Katana. Ja, genau. Ja, dass unter den Stämmen Katana eine Zeit lang furchtbar beliebte Statussymbole waren. Und zwar waren es die Schwerter, die in Japan in der Meiji
Restauration eingesammelt wurden. Die wurden dann als Großhandelsware nach Nordamerika verkauft, wo sie erstmal keiner haben wollte. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen, es den Stämmen, den Ureinwohnern zu verkaufen, die die Dinger unbedingt haben wollten, weil sie aussahen wie die Säbel der Kavalleristen. Ja. Und da war eine Zeit lang ein Statussymbol, ein Säbel zu tragen. Und dann sieht halt diese Schwarz-Weiß-Aufnahme, davon gibt es 3 oder 4 verschiedene, die auch tatsächlich echt sind. Ich habe da recherchiert, ja, mit einem Krieger in vollem Ornat, der dann sich auf seinen Katana stützt und der Nerd in mir explodiert. Es ist wirklich unglaublich. Ne? Ja. Und das muss ja nicht mal so ein schlechtes Katana sein. Das kann ja sein, dass der irgendwas erwischt hat, das irgendwie 300 Jahre alt ist. Das muss man jetzt ja auch klar machen. Wir heute, Katana ist ja, das Schwert ist für uns ja immer noch stark aufgeladen. Mhm. Das Katana ist noch viel mehr aufgeladen, weil es die beste Waffe aller Zeiten und was weiß ich alles. Großer Quatsch. Was man einfach vergisst, in Japan. Das ist übrigens auch ein herrlicher, positiver Exotismus, ne? Ja. Also. Ja, genau. In Japan war das Ding 70 Jahre völlig außer Mode. Ja. Wollte keine Sau haben. Also es wurde, ein amerikanischer Sammler hat für $3 welcher war's? Von diesen ganz berühmten Schwertschmieden, ein Tanto von dem für $3 auf dem Markt gekauft, wollte keiner Mensch mehr haben. Ja, die wurden zerstört, die wurden eingeschmolzen, es wurde alles möglich damit gemacht. Was die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg geklaut haben, war nur noch das, was übrig geblieben war. Ja, genau. Und auch so, da hat man auch diese Schwertschmiede, die in direkter Traditionslinie gearbeitet haben, eigentlich nicht, weil die weiter als Schmiede gearbeitet haben, Fischmesser hergestellt. Weil dafür gab es einen Absatzmarkt. Genau. Also, und das war sehr ähnlich wie eben auch hier bei uns. Ne? Ja, also. Ja, die haben wir ja auch. Also, dass unsere Schwerter nicht mehr existieren, liegt vor allen Dingen daran, dass kein Mensch mehr Schwerter haben wollte. Genau, richtig. Also der größte Komplex an Schwertern, den es momentan gibt, ist der Castillon-Komplex, der im Fluss gefunden wurde, weil es keine Waffenkammer gibt, die Schwert in... Also, wenn wir von sowas wie Biedenhänder reden, da gibt es Riesensammlungen. Wenn wir von einem Schwert des 15. Jahrhunderts sehen, das ist so gerade die Zeit vor den Zeughäusern, also zum Beispiel das Grazer Zeughaus hat ja Unmengen Waffen. Ja. Diese 15. Jahrhundert Schwerter, die wurden nie in Zeughäuser gepackt, die wurden nie groß zu dieser Zeit gesammelt, die sind weg. Hm. Die sind verschwunden, also ein paar hundert Exemplare. Das ist tierisch interessant, was Quellen, archäologische Situationen angeht bei solchen Dingen. Ne? Wir haben mehr römische Helme aus dem 1. Jahrhundert nach Christus als mitteleuropäische Helme aus dem 12. Jahrhundert nach Christus. Ja, glaube ich gern. Und da haben wir einige. Und der Vergleich mit dem römischen 1. Jahrhundert nach Christus und dem mittelalterlichen 11., das ist extrem. Und dann aus dem irgendwie 10. Jahrhundert in Europa, wie viele Helme haben wir da? Ich glaube, Germundbu. Punkt. Fertig. Zahlen 1. Ja. Später haben wir dann halt so Mengenverhältnisse. Ich meine, guck dir an, was auf dem Markt so in Auktionshäusern ein Schaller des 15. Jahrhunderts einbringt. Ja. Und dann spring 50 Jahre weiter und guck dir an, was so ein Schwarz-Weiß-Helm eines Trabhanichs einbringt. Du kommst, wenn du Glück hast, zahlst für einen kompletten Trabhanich einen höheren vierstelligen Betrag und das war's. Ja, genau. Und dafür kriegst du nicht mal eine Niete aus dem Schaller des 15. Jahrhunderts. Also richtig. Also die Preise sind tatsächlich so, dass man irgendwie für 8.000 Euro so einen schönen Trabhanisch bekommt. Ja, genau. Und also da, ach, das sind ja eben keine archäologischen Artefakte, die auf uns gekommen sind. Sie sind über Waffenkammern und ähnlich auf uns gekommen, aber das ist halt genau dasselbe Effekt, dass sich die enorm in den Zahlen unterscheiden. Ja, also das ist auch ein furchtbar wichtiges Thema, weil es A natürlich ein quellenkritisches Thema ist und B auch durch Dinge wie Markt eben widerspiegelt, wie wertig uns heute Dinge sind. Und das ist ja nicht nur durch Angebot und Nachfrage, sondern eben auch durch kulturelle Aufladung. Ne? Genau, und gerade dieser Castillon-Komplex, der ist ja komplett zerrupft worden, um ihn möglichst über mehrere Jahre in den Handel zu bringen. Mhm. Ja, ohne, wo die ursprünglich herkommen, ist ja auch lange komplett geheim gehalten worden. Ja, da stand halt der Kommerz ganz oben, weil so ein schönes Schwert ist viel wert. Und der Wissensgewinn stand ganz unten, leider. Ja. Ach, gut, was müssen wir noch behandeln? Was passiert eigentlich mit dem Schwert? Also wir haben immer noch diese Leitidee, dass ein Schwert gar nicht so furchtbar nützlich ist, obwohl allgegenwärtig. Wenn ihr euch angucken wollt,
was nützlich ist. Schaut euch an, was Leute tragen, die wirklich damit kämpfen und was die damit machen. Also wir haben die Sparta, nachsetzen. Dann haben wir das ritterliche Schwert des Hochmittelalters. Übrigens auch die ganzen Wikinger-Schwerter, Himmel, Herrgott, das Wort habe ich ja noch gar nicht gesagt. Wikinger. da denkt man, oh, die hatten ja auch Schwerter. Ja, hatten sie. Ich dachte, sie hatten Äxte. Tatsächlich eher nicht. Ja, ich weiß. Wikinger-Äxte sind gar nicht so furchtbar häufig. Slaven und Axt, so wird ein Schuh draus. Wikinger und Axt, ja, auch, aber nicht so häufig. Also die Slaven haben um ihre Äxte ein wesentlich größeres Brimborium betrieben und hatten auch diese schönen Stichäxte und diese ganzen prussischen und baltischen Äxte. Sehr, sehr schöne Dinger. Wikinger ein bisschen weniger. Ne? Da gibt es auch Funde. Aber. Genauso wie jetzt zum Beispiel Germanen. Da ist Äxte gar nichts. Ne? Da haben wir einschneidige Hiebschwerter. Aber gut, Wikinger und Schwerter. Zwei Dinge möchte ich dazu sagen. A, natürlich sehr viel auf Repräsentation bedacht. Das waren sehr eitle Leute und die wollten zeigen, dass sie es hatten und besonders schöne Schwerter auch tragen. Und es gibt auch viele Legenden über Schwerter, ne, die auch nochmal mit Bedeutung aufladen. Übrigens gibt es eine Hypothese, die sagt, Excalibur wäre ein Schwert vom Festland, nämlich das ist ein lateinischer, da wird ein lateinischer Abschreibfehler angenommen. Excalibur wird nämlich als das Schwert aus dem Stein, also aus dem Felsen, ex saxo bezeichnet, aber im Mittelalter hat man Nasale gern mal nicht ausgeschrieben im Lateinischen und nur angedeutet durch so einen Strich. Und es könnte auch ex saxon heißen. Also on, das Nasal. Also nicht ex saxo aus dem Felsen, sondern ex saxon von einem Sachsen. Und lustigerweise gibt's eine dänische Legende zu dem Thema, die das da verbindet. Aber das sind wirklich nur noch so sehr, sehr literaturwissenschaftliche Spekulationen, die da stattfinden und linguistische. Ja, bei Linguistik halte ich mich raus. Ja, das ist hart. Das ist hart. Vor allem bei diesen Excalibur-Gesprächen, da gibt's dann unsere hochmittelalterlichen Quellen und da können wir gerne mitreden. Aber da wird immer auf irgendwelche altwalisischen Texte, die es nicht mehr gibt, verwiesen, die vielleicht wesentlich älter sein könnten, aber die gibt's halt nicht. Ja. Und dann nehmen Linguisten Wörter aus diesen lateinischen Texten, nehmen an, dass die das lateinisierte altwalisische Wörter sind und Himmel, Herrgott. Also da raucht mir auch die Fontanelle und weiß ich nicht, bin ich kein Fachmann für, will ich nicht groß bewerten müssen. Lustigerweise kommt dann auch sowas vor, es gibt ja unglaublich viele Keltenschwurbler, ne? Ach, und ja, und die fühlen sich da sehr wohl, weil da wird also in einem Text aus dem 12. Jahrhundert zum Beispiel aufs 9. Jahrhundert verwiesen und man denkt, hey, das könnte ein Wort aus dem Altwalisischen, aus dem 9. Jahrhundert sein, irgendwie keltischen Ursprungs und dann, ja, hey, Excalibur war ja wahrscheinlich ein römisches Schwert, das in Britannien geblieben ist und die Römer haben die Sparta ja auch von den Kelten übernommen. Und ich denke, ja, Schätzeken, aber 600 Jahre früher. das ist überhaupt nichts Keltisches mehr, diese Sparta. Ne? Ja. Also da muss man wirklich gucken und aufpassen und ist dann wieder bei diesem Thema, das wir schon hatten, wie lang die Leute da eigentlich schon Christen waren in Britannien und in Irland. Genau. Und ein anderes Ding, das ich noch zu den Wikingern sagen wollte, außer der Repräsentation ist, da wird auch ganz oft, überhaupt gibt es ganz oft die Mär, Eisen war so selten. Schwerter waren so furchtbar selten. Und da möchte ich sagen, ja,
Schwerter waren teuer. Dadurch waren sie aber nicht so selten, wie sich das jemand denkt. Der denkt, das Mittelalter wäre überhaupt irgendwie eine eisenarme Zeit gewesen. Und gerade jetzt im skandinavischen Raum bei den berühmten Wikingern muss man dann auch wieder quellenkritisch gucken und sagen, okay, welche Schwerter sind denn auf uns gekommen? Was sind das für Funde? Und es sind ganz viel Grabfunde von Leuten, die mit Schwertern einfach mal begraben wurden. Und das sind dann ganz oft eben Elitenbegräbnisse, die wir finden. Und ich habe auch schon mitgegraben an Gräberfeldern, wo wir halt auf, boah, was hatten wir dann, Dutzend Individuen eben einen mit Schwert hatten. Ne? Aber das wird viel gegraben und dann haben wir halt eben solche Schwertfunde. Also man muss da so ein bisschen differenzieren. Nein, Schwerter waren nicht furchtbar selten und kosteten 3 Dörfer. Das kann man heute ganz gut nachrechnen. Ja, das ist ja sehr, sehr verbreitet. Genau, genau. Genau. Es ist, ich mag den Autovergleich. Ne? Also viele Leute, Autos sind teuer. Wenn ihr heute nachguckt, was Neuwagen kosten, die kosten sehr viel Geld. Bei Schwertern war das genauso. Trotzdem sind heute Autos sehr verbreitet. Was für eins man sich leisten konnte, ist schon wieder eine andere Geschichte. Ne? Und da gibt es halt den Bauern aus dem Dürer-Gemälde mit dem extrem veralteten, extrem runtergekommenen Schwert mit löchriger Scheide. Und da gibt es eben das Neueste vom Neuen und die ziselierte, unglaubliche Klinge in der unglaublichen Scheide mit ganz vielen Diamanten dran. Also Diamanten eher nicht, aber ganz Edelstein, davon abgesehen, dass genau. Bei dieser Sache mit dem Stahl auch das Recycling einfach unter den Tisch fällt. Genau. Ja, Stahl im Rennofen herzustellen ist schwierig, aber du kannst ihn halt auch relativ gut einfach recyceln und dann wurden eben ältere Waffen umgeschmiedet und solche Dinge. Also auch da, wenn du auf dem Schlachtfeld ein Schwert gefunden hast, ist auch so, ja, ich habe das Schwert gefunden, verwende es weiter. Eher ich bringe es zum Schmied, weil ich habe jetzt das Rohmaterial für einen Teil eines neuen. Genau, genau das. Ja, das ist ja auch ein ganz oft so ein Vulgo-Ding. Gott, jemand hat das irgendwo gefunden und weiterverwendet. Ne? Und die gewaltige Recycling-Industrie wird da halt vergessen. Ja, jetzt haben wir uns lange über Schwerter unterhalten. Ja, ich würde ganz gerne noch so als letztes noch mal in der Jetztzeit ankommen, denn bis jetzt waren wir immer beim Schwert in der Vergangenheit. Aber Schwerter haben wir noch nicht ganz genau gesagt, was dann am Ende des Mittelalters mit dem Schwert passiert. Weil was da auch oft nicht gesehen wird, ist, wie das lange Schwert dann immer stichlastiger wird und letztendlich zum Rapier wird tatsächlich. Also das ist beziehungsweise es gibt so einen Zwischenschritt, dieses Reitschwert, das ist im Rapier relativ verbannt. Oder man sagt, dass das spaltet sich jetzt auf. Ne? Ja, ja, also das schlanke, lange Schwert wird wirklich zum Rapier. Also das Kreuz, das Parierelement wird komplexer, die Klinge wird noch schmaler. Und dann hat man da eigentlich relativ schnell ein Rapier draus gemacht. Gleichzeitig gibt es aber immer noch ein Bedürfnis nach einer schweren Waffe, die einfach aus dem Pferdesattel heraus aber die gibt's zum geführt Glück bereits. Wird. Genau. Ja, da hast du eben das wollte ich gerade sagen, es entwickelt sich gar nicht unbedingt in alle Richtungen weiter, sondern für einen Teil dieser Entwicklung ist bereits mit dem Säbel eine Alternative vorhanden. Genau, und du hast dann einerseits den Säbel, andererseits hast du jetzt plötzlich parallel recht viele Dinge, denn auch der Pallasch quasi findet da schon seinen Urahn. Also auch eine gerade einschneidige Hiebwaffe, wirklich ganz klar für den Reiter, die gibt es weiterhin. Während es auch die gekrümmte gibt, den Säbel. Und da würde ich gerne echt Zeitreisender sein und 1000 Interviews machen und Oral History betreiben und sagen, guten Tag, Sie haben sich als Reiter in dieser Einheit für einen Pallasch entschieden, statt eines Säbels. Warum? Vor allen Dingen, wir haben ja auch teilweise Entwicklungssprünge innerhalb eines Lebensalters, steigen da Profikämpfer von einer Waffe auf eine andere um. Ja. Finde ich einen ganz spannenden Punkt. Käme mir jetzt nicht so in den Sinn im Kampf auf Leben und Tod. Och Gottchen. Also das siehst du ja bei Sportlern heutzutage auch.
da steigen Leute krass um. Ja, aber durch technologischen Fortschritt. Der Leben- und Todpunkt ist da ein etwas anderer. Ah, weiß ich nicht. Okay. Nee, meine ich tot ernst. Weil das sind ja Profis, die leben davon. Das ist denen extrem wichtig. Das ist deren Livelihood. Ne? Ja, klar, sterben, so richtig sterben, nochmal eine andere Sache. Ne? Aber. Also bei dem Sport, den sie betreiben, stehen keine Leute um sie herum, die sie versuchen, in dem Moment umzubringen. Ja, das stimmt. Das macht so für mich ein bisschen den Unterschied. Außer Schwergewichtsboxen. Ja. Und natürlich Battle of the Nations, ganz anderes genau, Thema. Genau, genau das, ja. Ja, aber so in der Jetztzeit angekommen. Ich meine, das Schwert, so Ende des Mittelalters, 15. bis 16. Jahrhundert, geht es für Schwert langsam als Schwert im engeren Sinne den Bach runter. Es kommen eben so Dinge wie das Rapier, das in seinen Abkömmlingen bis heute beim Olympischen Fechten vorkommt. Aber spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg spielt das Schwert in unserem Straßenbild ja keine Rolle mehr. Ja, genau. Dafür in unserer Imagination ja. Unfassbar, weil, wie gesagt, Klein André im Sandkasten, Schwert. Krieg der Sterne, Schwerter, ja. Lichtschwerter, eine elegante Waffe aus einer anderen Zeit. Also ich habe das Zitat jetzt nicht ganz, ich brauche meine Tochter, die kann sowas immer mitreden. Es kommt doch heute kein Computerspiel oder sonst irgendetwas, das sich nicht in einer technisierte Gesellschaft, nehme ich mal raus, auch wenn das unscharf ist, aber sobald es eine nicht technisierte Gesellschaft, sprich früher oder postapokalyptisch ist, tauchen sofort die Schwerter auf. Und in einem guten Teil der technisierten Gesellschaften tauchen die Schwerter trotzdem auf. Ja. Ach, in der Sterne. Postapokalypse passt das Schwert, glaube ich, nicht so richtig rein, oder? Ja, nicht lustigerweise ist. Da gibt es immer irgendwelche Sägeblätter am Stiel oder sowas. Genau, es muss ja immer axtig sein. Und ja, mir fällt kein Beispiel ein, wo eine postapokalyptische Waffe eine kulturelle Bedeutung gewonnen hat, weil es ist immer nur ein Werkzeug. Ich glaube, es liegt daran, dass in der Postapokalypse gar keine. Alles Dinge aus Müll mehr gemacht wird, genau. Ja, es hat gar keine Kultbedeutung mehr. Genau, und es gibt ein paar postapokalyptische Filme, die irgendwelche Gegenstände, die aus der guten alten Zeit geblieben sind, verehren. Genau, alte. Aber die Waffe, das Mad Max-Waffe ist immer nur ein Werkzeug, das niemals eine Aufladung erfahren wird. Das ist wahr, ja. Aber ansonsten haben wir eine Unzahl von schwertartigen Dingen. Und ich meine, geh auf ein Live-Rollenspiel, guck dir an, wie der Junglaper zum ersten Mal an einem Live-Rollenspiel teilnimmt und guck, was er an der Seite hängen hat. Ja, ja, klar. Außer er spielt einen Magier. Oder auch so eine meiner Lieblingsdinge, die Idee, Kleriker, die keine scharfen Waffen verwenden dürfen, weil sie kein Blut vergießen. Deswegen nehmen sie einen Streitkolben und ziehen den einem anderen über den Schädel. Super Idee. Genau. Blutet janisch. Ja. Aber es ist wirklich spannend, was für eine Bedeutung Schwerter für uns tatsächlich haben. Richtschwert haben wir übrigens auch nicht thematisiert, sondern ein eigenes Ding, das extra noch Justizbedeutung hatte. Genau. Und das Schwert, auch wenn wir Justiz sind, die Justitia hat regelmäßig Waage und Schwert. Ja. Und also. Interessanterweise aber das Richtschwert ist ja wieder so ein unglaubliches Thema, weil ich ja sagen würde, es ist ein Schwert, das einerseits natürlich aufgeladen ist, es ist Richtschwert, andererseits gerade in den meisten Fällen, wo Richtschwerter gebraucht werden, werden sie von Scharfrichtern gebraucht, die ja meistens wirklich arg geächtete Figuren sind. Und deren soziales Standing ja. Aber ich glaube, da ist halt der Punkt, es ist nicht ihr Schwert. Genau. Ich glaube, er ist der Ausführende, der außerhalb der steht, aber das Schwert selber ist das Symbol der höheren Gerichtsbarkeit, das hier angewendet wird. Aber ja, es ist wieder so ein Punkt, wo eigentlich Symbole aufeinandertreffen, die nicht aufeinandertreffen dürften. Da hast du recht. Genau. Ja? Das ist furchtbar interessant, was da passiert. Ne? Ja. Und heute Schwerter für uns. Himmel, Herrgott, also wenn ich da über mein eigenes, ja zweifelsohne vorhandenes Interesse an Schwertern rede, Gottchen, wo kommt das her? Ich glaube, ganz, ganz viel von fehlgeleiteter Erziehung in Toxic Masculinity auf jeden Fall. Gott, ich kann das so sagen, ich kann das reflektieren.
Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo halt Kämpfen für einen Jungen sehr wichtig war, wo man noch viel gekämpft hat. Also das epische Raufereien und Bandenkämpfe, an die erinnere ich mich seit relativ früher Kindheit. Und Gott, und dann kam ich nach Deutschland und dann musste man sich auch wieder verteidigen, weil man wollte ja nicht von irgendwelchen Nazis verdroschen werden. Also da, ich glaube, mein persönliches Interesse hat viel damit zu tun. Und dass ich mir in dieser Zeit 6 Bände Prinz Eisenherz gegeben habe. Ja, aber ich habe aber ein Gegenargument, weil ich habe eine genau andere Erziehung. Ich bin so feministisch erzogen, alleinerziehende Mutter, alles, was dazugehört. Mhm. Also meine Mutter hat sich nie angucken können, wenn ich irgendein Video oder so gezeigt habe, wo ich auch nur mit einer Labwaffe kämpfe, war für sie ein Horror. Mhm. Dieser Junge macht brutale Dinge. Und in der Schule war ich sowieso, in der Schule waren sie alle einig, dass ich eh schwul bin. Also ich bin da das Gegenstück. Und trotzdem ist bei mir irgendwann diese Was ja nicht, vielleicht kein Grund ist, dass du dich nicht verteidigen musstest. Ja, ich habe mich verteidigt, indem ich mich auf den Rücken gelegt habe und gehofft habe, dass es vorbeigeht, weil es waren einfach zu viele. Verteidigen war keine sinnvolle Strategie. Vielleicht bei mir ist es dann die Kompensation, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das irgendwie kompensiert mit was weiß ich. Ja, stimmt, du hast ja völlig recht, ne? Aber das ist ja spannend. Ich gehe so von mir aus und erzähle das bei mir, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, glaube ich. Ja, klar. Gleichzeitig ist das andere Ding ja, wirklich Nerdkultur entsteht ja anders. Wobei in Amerika entsteht Nerdkultur ja auch immer aus gemobbt werden. Also traditionell, wenn wir Nerdkultur so von Steven Spielberg und Ready Player One, bam, Nerdkultur. Wenn du erzählst, du hast dich geprügelt, du bist offensichtlich kein Nerd. Ja. Also das ganz stimmt. Klar. Ich habe gewonnen, weißt du, das ist der Unterschied. Nein, ich glaube, mein Lebenslauf ist perfekt für den Nerd, Flucht und was weiß ich alles. Aber aber wir kommen halt auf verschiedenen Punkten dahin und ich finde bis heute, also mein Waffen- und Rüstungsinteresse hat mich sicherlich so in die Geschichte reingebracht. Mittlerweile ist das deutlich verdrängt worden von ganz anderen Themen. Aber ich habe mir ja dieses Jahr ein neues Schwert zugelegt. Das war mir wichtig, mal ein richtig gutes zu besitzen. Und ich kann mich der Ästhetik von diesem Ding einfach nicht entziehen, verdammt nochmal. So eine Klinge ist ein so wundervoll gestaltetes Objekt. Also wenn ein Schwert gut gemacht ist, kann ich mich daran echt kaum satt sehen. Das ist ja das Spannende. Da sitzen jetzt zwei Pazifisten und unterhalten sich über so ein Tötungswerkzeug. Ja. Und ihr würdet euch wundern, wie gut man sich mit mir über Schweizer Geradeausrepetierer unterhalten kann. Ich empfehle die Erfahrung. Ich meine, auch ich, Zivildienstleistender aus Überzeugung und so, aber ich habe schon im Gespräch gesagt, ich habe nie gesagt, ich würde nicht schießen, weil ich war zu der Zeit im Schützenverein. Ich habe nur gesagt, ich würde niemals auf Menschen schießen und außerdem kann ich schon halbwegs mit dem Gewehr umgehen. Ich mache was Sinnvolles, ich gehe ins Krankenhaus. Aber ja, wie du sagst, völliger Pazifist, aber die Faszination vor diesen Dingern ist tatsächlich groß. Ich habe eine ganze Weile gedacht, es wäre vielleicht so diese Ernsthaftigkeit, das Rituelle daran und eben natürlich ganz stark die kulturelle Aufladung. Mhm. Bei mir kam zuerst die Faszination des Objektes und dann kam die kulturelle Aufladung, aber das dann sehr, sehr stark, weil dann irgendwann sich klar zu werden, wie viele Bedeutungsebenen da wirklich zusammenfallen. Wie ungewöhnlich dieser Gegenstand Schwert letztlich ist. Das ist total spannend. Ich erinnere mich an meine ersten Gedanken in dieser Richtung. Etwas, mit dem ich sehr aufgewachsen bin, waren griechische Sagen. Das erzählte mir mein Großvater in frühester Kindheit. Und da dachte ich immer an Herakles. Und dass der so, und der war das Symbol für mich, aus sich selbst heraus so bestehen zu können. Und schon die ganze Troja-Geschichte und wie Achilles fällt, hat mir nicht gefallen, weil ich fand das so hinterrücks mit diesem Pfeil. Ich fand das cool, dass der unverwundbar ist, aber dann trifft ihn dieser Pfeil und dann ist er hin. Und das hat mich tierisch gewurmt als Kind. Ich fand dann nicht diesen Hybris-Gedanken und jeder ist verwundbar und die Rache der Götter wird kommen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ich fand, dass mein Held, der ein Held war, weil er was gut konnte, nämlich kämpfen, da so hinterrücks dahin gerafft wurde. Und ich wollte mich immer in eine Zeit zurück
denken, wo nur diese Fähigkeit zu kämpfen alleine für Unverwundbarkeit ausreicht. Und da durfte es keine Möglichkeit, keine technischen Möglichkeiten geben, so einem Hinterrücksding zu erliegen. Das ist so eine Kindersache, sich in alle Richtungen komplett abzusichern. Genau, genau. Ja, ja, ist wirklich so eine Kindersache. Ich war immer so der Underdog-Fan. Odysseus wäre mein Lieblingsheld gewesen, ganz klar. Das ist sehr reif. Nee, aber es war immer schon so. Ich konnte mit Superman nie was anfangen. Ich war immer der Spider-Man-Fan, weil der Schwächen hat. Ja, da ging es mir auch so. Aber ich weiß nicht, ob es die Schwächen waren. Aber ich verstehe durchaus, was du meinst. Und dann kam aber diese zweite Phase mit Prinz Eisenherz. Und das habe ich so mit 10, 11 dann gelesen. Und da war es schon die, also diese Bücher, mit denen habe ich Deutsch gelernt. Das weißt du immer, eine Seite teilt sich in diesen Büchern auf, also nicht den Comic, ne, sondern eine Seite, eine halbe Seite Bild und dann eine halbe Seite Schrift darunter. Das war perfekt. Ne. Am Anfang hat man mehr geblättert als verstanden und irgendwie so ab Band 3 und dann schon gelesen. Und da war es aber schon diese kulturelle Aufladung von Excalibur gerade tatsächlich. Also ich muss sagen, ich bin klassisch reingerutscht über das große Schwert der europäischen Geschichte. Ja, und das ist die Relevanz des Schwertes für die heutige Zeit. Vielleicht ist es immer noch ein bisschen Symbol von diesen mittelalterlichen Tugenden des Rittertums. Weißt du, die Ausgedachten ja, das, zumindest, diesen das Kampf ist ja dann für die Schwachen. Und ja, das ist ja Aspekt, den haben wir eigentlich komplett ausgeblendet. Das ist eben auch so Heldenhafte. Gerade ritterliche Tugenden. Mhm. Was die Leute heute mit ritterlichen Tugenden meinen, hat quasi nichts zu tun, was ritterliche Tugenden waren. Aber ja, klar, als rückwärts gerichtetes Symbol einer besseren, glorreicheren, Aber das ist wieder was, glaube ich, hauptsächlich wieder uns betrifft und nicht die Leute damals, weil für die war das Schwert zwar auch ein Symbolträger, aber für andere Werte. Genau. Für gesellschaftlichen Status in erster Linie. Ja, genau. Und da möchte ich auch wieder damit schließen, dass ich mich ein bisschen über meine eigene Theorie hier lustig machen kann, wenn ich sage, das Schwert war so unnütz. Gleichzeitig war das Schwert extrem nützlich in dem kulturellen Rahmen, den man um es herum erschaffen hat. Aber vielleicht hätte es auch niemals diese Position erreichen können, wenn es ursprünglich nicht so ein nutzloser Gegenstand gewesen wäre. Also das ist für diese Überflüssigkeit auf der einen Seite. Das ist ein spannendes Ding. Ja, hätte man eine Axt dazu erheben können, so ein Symbol von Reichtum und Königtum und allem, was groß und edel ist, während man ständig sieht, wie irgendein abgerissener Bauer damit irgendwie sich einen neuen Klodeckel zimmert? Ja, genau. Ja, ihr Lieben. Genau. Alles, was uns jetzt eigentlich zum Abschluss fehlt, ist, dass Philipp aus dem Zelt kommt und sagt, ihr wisst schon, dass es Mitternacht ist. Und das hatten wir bei unserem großen Gespräch auf dem Elbenwald-Festival. Aber wir haben schon wieder 2,5 Stunden vollgekriegt. Wow. Ja. Ich liebe es, mit dir in irgendwelche Richtungen zu reden. Dito, ich auch. André und ich haben uns hier einen lang gehegten Plan gerade erfüllt. Mhm. Seit einigen Jahren, Gott, wie lange ist das hier? Das ist 4 Jahre her mittlerweile, oder? Ja, kann sein. Ja, vor 4 Jahren waren wir gemeinsam auf dem Elbenwald-Festival, standen unweit von einer Bühne und irgendjemand hat uns eine Frage zu irgendwas Historischem gestellt. Mhm. Und wir haben geantwortet und dann hat er noch eine und dann wurde das ein Gespräch. Und nach 2 Stunden schauten wir auf und merkten, dass mittlerweile eine Traube von Leuten um uns herum steht, alle mit dem Rücken zum Konzert und uns zuhören. Und dann wurden immer mehr Fragen gestellt und dann wurde das wirklich so ein Vortrag auf Zuruf. Und ich glaube, das hat ewig gedauert, oder? 5 Stunden. Nach 5 Stunden um Mitternacht kam Philipp eben schlaftrunken und meinte, Leute, lasst gut sein. Himmelherrgott. Unglaublich, ja. Ja, und von seit da haben wir uns gedacht,
das müssen wir unbedingt wiederholen und regelmäßig machen und, und. Ja, und da sind wir jetzt bei Captorga und machen Podcasts für euch, was grandiose Umsetzung dieses lang gehegten Plans ist. Dann würde ich gern sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Auch hier wieder der große Captorga-Orden mit Schleife. Und ja, den müssen wir irgendwie als Merchandise zur Verfügung stellen. André, es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Danke euch allen. Hat mir großen Spaß gemacht, das müssen wir wiederholen. Und Dankeschön, Adam. Danke. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr es nicht schon seid, werdet Patreon für nur $3, also ab $3 bis, also da gibt es überhaupt, also bis erwerbt ihr quasi das Captorga Bürgerrecht. Dann seid ihr bei Patreon. Dort findet ihr unzählige andere unveröffentlichte, völlig geheime Podcasts, die wir nie, und wir versprechen das, nie der Öffentlichkeit preisgeben werden. Allein schon, weil sie so dermaßen, oh mein, oi, also nein, da. Das bleibt halt unter uns. Also da bei Patreon, da könnt ihr mit uns reden, ihr könnt uns anschreiben. Da ist es auch noch ein bisschen persönlicher und wir freuen uns und können noch mehr schöne Podcasts für euch machen und Videos und unser allgemeines Ringen, wieder die Windmühlen historisch falscher Darstellung von Dingen fortsetzen. Danke euch, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.